Soll ich Kalle dann mal anfragen, ob der mitspielt? Jo, kannst du machen. Wir spielen jetzt. Loading Game. Oha. Bei mir gab es gerade Hello. voll lecker hier Fried Banana Rose. Und sind die wirklich lecker? Ja. Na dann. Sonst hätte ich sie nicht nochmal gemacht. Ach so, du hattest sie schon mal. Okay. Ja, ich hatte die mal gemacht seit bei Tell Me Why. Die darüber geredet haben und da so geschwärmt haben, dass sie so lecker sind. Und dann war ich so, oh mein Gott, ich muss es machen. Seitdem her mache ich die ganz gern. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir die gemacht haben. Wow, Karl ist echt ein Genius. Ich Wieso? so, wir spielen jetzt. Er so, kann ich mitmachen? Ja, warum schreibe ich dir Ne, denn wohl? also, nee, hey, wir spielen jetzt. Kann ich mitmachen? Nö. Oh, schön. Okay, ich mute mich hier mal. Sound muted. Oh ja, Und Channel ich gehe switched. gleich mal da rein, Ciao. bevor ich dann gemoved werde hier. So, Karl hi. schreibt 3 Minuten. Oh. Oh. Jetzt müssen wir auch noch 3 Minuten werfen, Bälle werfen. Ja, das ist, glaube ich, eh ganz gut, weil dann können die Leute so langsam auch eintrudeln hier im Stream und können Für mich kommt chillen. eh kein Mensch. Also ich bin schon da. Und Bei mir? ich hab einen neuen tollen Command vorbereitet, den wir ab und zu dann ne sagen können. Habe nämlich einen Multi-Stream-Command gemacht. Oha. Kann man dann Ausrufezeichen Multi eingeben, habe ich gehört, theoretisch. Und dann kommt der Streamlink von uns beiden. Nice. Ist, glaube ich, ganz cool. Okay, und hallo Audrey, wie geht's dir? Ich finde es schade, dass man hier nicht so Hallo. trollhaft die Sicherung rausmachen kann. Boah, ist das hell draußen. Ja. Guck mal da raus, ist das schon immer so hell gewesen? Weiß ich nicht. Das wäre cool, wenn das nach der Waren Uhrzeit scheinbar gehen in der würde. Dämmerung los. Das wäre cool, wenn das nach der Uhrzeit ging, was im Real Life wäre. Aber es ist dunkel draußen. Ja. Stockdunkel. Ja, stimmt es schon, ne? Puh. Wirf! Go! Du schaffst das! Huch, was war denn das jetzt? Ich steck dir bald Dosen. Sinnvolle Beschäftigung und so, bis Kalle kommt. Alright, was geht? Ich hoffe, du hast es einen angenehmen. Was war heute Mittwoch? Bald ist wieder Wochenende, habe ich gehört. Gott sei Dank. Gar kein Bock mehr. Hallo Hallo! Kalle, das war ja Hallo! noch keine 3 Minuten. Das waren wirklich keine 3 Minuten. Ich hab mich beeilt. Wir waren schon verzweifelt, weil wir 3 Minuten warten hätten müssen. Mann, guck mal. Wow, Kalle. Alter. Alter, du bist so ein übelster Becky, Suchtie, wann hast denn du gezockt? Mann. Hä? Ich hab. Wann war das gestern? Vorgestern? Oha. Vorgestern? Das Nee, ist das einfach war gestern. 12 Level mehr inzwischen als ich. Wir haben gestern, weiß ich nicht, vor dem Event gezockt, Ja, so 3 Stunden oder so. ja, okay, das Zwei, erklärt's. drei Stunden. Ja, okay, dann erklärt das das. Naja, ich habe nichts gesagt. Merke ich mir, Achso, Becky. das habe ich noch gar nicht geguckt. Haben die mich einfach Was überholt? ist Ich hier glaube, schon takt. Jetzt bin ich ja auch noch passiert? Low Level. Ja, du bist Low Level. Ja, also. Okay, ja, dann nehmt ihr mal alles mit, weil ich bin ja Noob. Haha, bin Hahaha. gestern irgendwie dreimal gestorben. Oh Gott, ein bisschen schlechter gelaufen. Ja, weil ich nicht dabei war, habe ich gehört. Was? Nee, weil der Geist einfach immer aggressiv auf mich war. Ja, das wäre ich aber auch, wenn du so wie du mit den Geistern redest, ey. Boah, nein! Boah, nicht so laut. Das haben wir bis Kalle gehört. Ich weiß. Ich hab den auch Okay. doppelt. Starke Taschenlampe. Was brauchen wir denn noch? Mann, diese eine Spraydose, die will da einfach nicht draufbleiben, ey. Ich glaube, wir haben alles. Craften Farmhouse auf Profi. Hallo Hamster, Leute. Wieso? Ich habe gerade was sehr, sehr Schlimmes da gelesen. Ich war erstmal Hallo beleidigt. Pixel, hallo Kalle in meinem Chat. Ja, cool. Okay, wollen wir dann? Kommt noch irgendwer? Soll ich Sachen noch fragen oder Ja, was? Oder? Locker. ja, Hey, dann. der war doch vorhin in einem Channel mit jemandem am Reden. Der redet mit Mirrors. Ah, jetzt ist er wieder da. Ja, wo ich ihn gefragt habe, vorher war er nicht da. Karl hat mir eine Spraydose geklaut. Ich kann auch von dem wollen. Oh. Achso, Pixel. Jetzt habe ich erstmal Sachen gefragt. Warte.
Ich will da auch eine ziemlich. Wobei 666 wird sich doch vom Chat gewünscht. Ich glaube, ich muss 666 machen, wenn dann. Okay, Sahat ist beschäftigt. Also Pixelgrill, du kannst gerne kommen. Ich schick dir den. Eine neue Mitspielerin. Ah ja, du bist im Typ. Ach, du hast noch gar nicht mit Pixel gespielt, ne? Nee. Die kenne ich noch nicht. Das hat sich angehört, als hätte gerade jemand gepupst. Das habe ich auch gedacht, Mann. Kalle? Ja? Hast du gepupst? Nein. Das hat sich wirklich so angehört. Oh Mann. Boah, hier riecht's aber auch irgendwie ein bisschen. Oh Mann! So, 666. Ich werd gemobbt. Screenshot. Kalle, hast du schon mein schönes Profilbild auf Twitch gesehen? 666? Ja. Bist du das? Ja. Lol. Das ist kein gutes Zeichen. Aber du hättest wirklich hier dein Halloween-Outfit-Dingens hier aufmachen können für die Halloween-Zeit momentan. Aber das sah hässlich aus, das Bild. Oh, okay. Hi. Können wir starten? Hi. Hi. Oh, okay, Ey, Becky, du Baum! Lul. Warte, Taschenlampe! Ich bin kein Baum, ich bin ein Mensch. So, jetzt. Hä? Oh, Farmhaus. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Weiß nicht, ich glaube, sie denkt gar nichts mehr. Warum? Denkst du nicht? Stimmt, die denkt wirklich nicht. Vielleicht steht auf ihr, so wie bei Among Us, so ein Zettel drauf mit dumm. Oh, hi! Jo, mach das! Um Gottes Willen! Hi! Erstmal das! Alter, das ist doch immer wie das für die Kameras! Tough one! Violence! Einkaufen! EMF ist meins! Lisa Clark! Gruppen, alleine, Foto, Kruzifix, Räucherstäbchen. Ich hoffe, das EMF spackt nicht wieder rum! So wie immer eigentlich. Antwortet der allein? Gruppen. Okay. Ich finde es toll, dass sie schon reingegangen sind. Das macht die alle sympathisch. Zum Glück habt ihr es gar nicht eilig, Leute. Was? Ja, ich habe eh nichts dabei, was hilft. Kalle glitscht immer mehr durch die Türen, Mann. Aber jetzt nicht mehr. Gut. Macht Spaß. Habt ihr den Knochen in der Küche fotografiert? Da ein Foto machen und mitnehmen. Eins Knochen. Hallo, guten Tag, Herr Geist, sind Sie da? Guten Tag, ich glaube, er ist nicht da. Ich glaube, er ist seine. Wann ist sie? Hier, Puppe! Ja. Mann, ich weiß, wo die Puppe liegt. Na dann, gut. Vielleicht schreibt er mir ja was ins Buch. Bist du hier? Was mit EMF? Was ist das? Wer weg, Mauser? Die ist nach da hingegangen, also ist der Geist hier so rechts. Also wahrscheinlich oben. Nee, ich glaube, das heißt nicht unbedingt. Die klitschen alle mal durch die Türen. Was ist denn los mit euch? Hier war ganz kurz 10 Grad gerade. Oh. Hier ist nicht mehr. Aber ganz kurz. EMF schlägt nicht aus. Besonders wieder übelst rumbackt bei mir. Ich hab's auch nicht gehört. Also hier gerade war. Hier war 11 Grad. Hatte ich jetzt nochmal? Was also kann er eigentlich wieder? Ganz hier das Gewicht Licht geflackert bei mir. Oh, da spielt mir dein Licht dann rum. Normal. 9 Grad? 11? 12? 8? Ist es ein Flurgeist? Ich glaube, der ist hier. Oder ein Treppenhausgeist? Flurgeist. Soll ich die Cam hier mal aufstellen? Nee, oben wird wieder wärmer, Hase. Ja, locker Flur. Ich habe einen Schritt gehört. Soll ich die Cam hier mal irgendwo aufstellen?
Bist du da? Ich stell sie mal. Wo bist du? Ich stell sie wieder auf den Boden, oder? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Ich guck mal nach Ort. Wo bist du? Wir hatten das Licht hier angemacht. Das bringt nichts für den Ort, wenn die das ganze Licht anmachen. Wo bist du? Oh, er ist schon wieder gesteppt hier. Der ist definitiv hier. Wo bist du? Leute, macht mal eure Licht- oder Taschenlampen auf. Wie alt bist du? Ich hab keine Ahnung. Es ist nur oben Licht an im Gang. Wie alt bist du? Ja, mach mal bitte mal da im Flur das Licht mal bitte aus. Scheibe etwas in das Buch. Sanity ist noch gut. Oh nein, ich hab gar kein Räucherstäbchen eingepackt. Ups. Oh. Guck mal, wir haben Feuerzeug, aber kein Räucherstäbchen. Ja, Masa hilft mir mit das Haus zu verwandeln. Ja, Big Brother, ja, let's go. Schreibe etwas in das Buch. Und wo waren nochmal der Sicherungskasten? Ich sehe gerade keine Orbs. Also gerade. Ah, doch, Orb! Geisterkugel wie im Orbs! Weißt du ja, wo der Sicherungs. Ach, hab gefunden, glaube ich. Oh, warte mal, die Sicherung ist nicht aus. Bei Becky waren eben Orbs auf der Cam. Okay. Ich glaube, der Geist macht das Licht aus. Ich hab ein Bild. Guck mal, da steht. Oh, da stand er gerade. Bist du da? Jo, es hat gezählt, Becky, dein Bild. Bist du da? Hallo, Black Knight Angels. Hab ich mir jetzt auch gekauft. Schreibe etwas in das Buch. Ja. Ach, du hast einen neuen Namen? Ah, okay, das erklärt einiges. Bitte rede mit mir. Alter, er ist schon wieder gesteppt. Wir hatten das EMF. Ich! Ja, wir haben Orbs, by the way. Kann ich mal haben, wenn es bei dir buggy ist. Komm mit, falls es bei dir buggy ist. Anna, hast du die Frau Land hier hingeschmissen? Das war ich. Ja, irgendwo da liegt die da, ja. Dann warst du nicht der Geist. Bist du da? Ich hatte eben EMF 3. Gib uns ein Zeichen. Weg ist er. Seit zwei Tagen. Bist du das da? Vieh ist weg. Das Vieh ist weg. Schreib etwas ins Buch. Schreibe etwas in das Buch. Alter. Bist du da? Oh, er hat ins Buch geschrieben. Hat er? Becky braucht Drogen.
immer Drogen. Shade oder Yurai? Bringt weg immer Drogen. Ist auf jeden Fall sehr schüchtern, könnten Shade sein. Yurai wäre noch Gefriertemperaturen. Und Shade wäre noch EMF Level 5. Bitte? Du kannst die Box ausmachen. Ich hatte eben nur 3 gehabt, dann war wieder weg. EMF oder Gefriertemperaturen? Ich hab das Buch geschrieben! Ja, haben wir doch schon längst. Oh, hab ich schon gesagt, ups! Ich hab halt die ganze Zeit eher so Temperaturen so bis 3 Grad. Shade, Yurai. Ich hab für dich Pillen mitgebracht. Gucken. Geh mal gucken. Ich hab für dich auch Pillen mitgebracht. Wir haben ein bisschen nur das Buch, oder? Will auch, würde auch gerne mitspielen, aber mein Verlobter will erst. Naja, wir sind eh schon voll gerade, also von dem her. Gut, EMF oder? Shade oder Yurai. Ich tippe auf Shade. EMF raus. Lass mal Becky alleine kurz. Okay. Becky, hast du eine Kamera? Lass Becky mal alleine. Hast du eine Kamera? Ja, aber ich habe ihn schon fotografiert. Becky, soll ich dir das EMF geben? Ja. Wir das noch? Ja, unbedingt. Ja. Gefriertemperaturen? Okay. Gefriertemperaturen oder hier. Box. Angst. Nee, nicht Box. Gefrier! Gefriertemperaturen unterheben! Wenn es übelst durchdreht, dann müssten wir. Können wir hier nicht bei der Kopfkamera zugucken? Ja, können wir. Soweit ist alles noch in Ordnung. Der Geist heißt Lisa Clark. Nee, wenn er Shade ist, sage ich nicht den Namen. Also Aktivität. Oh. 10. Du musst das nicht so übertrieben spammen. Es reicht, wenn du es kurz machst. Hä? Aber. Hä? Es ist gerade 10. Aktivität ist aber auch 10. Hä? Ja, aber du zeigst mich mir nicht. Das kann doch auch. Lol. Hä? Wie kannst du mit uns reden, wenn der auf 10 ist? Hä? Na, weil ich nicht gejagt werde. Achso. Ups. Alter, ich weiß gar nicht mehr, was hier funktioniert in dem Spiel. Ich bin doof. Na gut, Becky Sanity. Wie hoch ist denn die? Was denn? Becky Sanity ist schon wieder runter. Die hat doch gerade erst Pillen bekommen. Hat die Pillen bekommen? Becky Sanity ist wieder unten auf 40. Oh, das ist ja so unten. Kalle sieht mehr aus wie ein Geist als der Geist selber gefühlt. Irgendwie schon, ne? Oh, es flackert. Ja, hat gerade geflackert. Spielt mit dem Licht. Ja, das ist Kalle jetzt. Warte, dann haben wir eine Kopfkamera von Becky. Die Olle mag mich. Kopfkamera, glaube ich. Jura, ich glaube, die Kopfkamera ist schlechter. Wie heißt sie? Was hat sie gesagt? Lisa Clark. Also. Wir brauchen eigentlich nur noch Orbs, ne? Oder wir haben schon Orbs. Nee, gefriert. Wir brauchen nur noch Gefriertemperaturen oder EMF. Ja. Hab eben nachgeguckt. Aktivität ist auf 1. EMF ist auf 3. Das hatte ich auch gehabt, so weit waren wir schon. Mit Gefrierhalten wäre gut, wenn ihr auch ein bisschen drauf guckt über die Kameras. Mhm. Jo, machen wir. Ich stell mal die Kamera um, oder? Soll ich die umstellen bei Becky? Weiß nicht. Ja, stell sie mal Richtung Becky ein bisschen mehr, eine von denen. Die eine hier würde ich lassen, die steht gut, aber vielleicht eine umstellen. Becky, Kalle, kommt nochmal kurz rein, stellt eine Kamera ein bisschen näher an dich. Und dann geht Lesse die Tür zu. Hat die schon eigentlich gut. Ja, eigentlich schon. Aber wir wollen die Treppe auch noch sehen. Weiter zurück. Ja, so ist gut. Genau. Ah, nee, das ist nicht gut. Naja, okay. Ich will Becky einmal da drin haben, ey. Kalle geht nochmal rein. Huch, wo ist Becky hin? Ja. Huch. Leute, was macht ihr? Hast du gerade ein Bild gemacht? Ja, ich hab mich verklickt.
wunderschönes Bild. Ich weiß. Meine Kaffeetasse ist drauf, okay? Die ist toll. Ich sehe gerade kein Gefrieratem bei ihr. Nee. Fände es cool, wenn man das Stativ hat, dass man die Kamera bewegen könnte dann damit. Katze! Oh, die Aktivität ist auf 6 oder 7. Ja. Ich hab so. Ey, ihre Sanity geht so schnell runter. Mann! Wieso mache ich die ganze Zeit Fotos? Ich muss mal den. Ich habe immer diesen. Deine Sanity geht übelst schnell runter, ne? Ist das übel schnell, würde ich jetzt nicht sagen, eigentlich. Oh, Bewegungsmelder. Ja, Bewegungsmelder bei der Treppe. Jetzt haben wir da leider keine Kamera mehr. Ich hab sie gesehen. Schade, dass wir die Kamera wegplatziert haben. Was sagt die Aktivität? Ich würde gerne rauskommen. Drei. Drei. Null. Jetzt null. Oh, es flackert. Da ist es schon. Hast du EMF oder so bekommen jetzt noch? Nö. Kommst du auf 3 maximal? Die ist einfach nicht geil auf mich. Wieso hat Kalle nochmal reingekommen? Guck mal, der hat 94%. Ja, da hat uns die ganze Sanity-Pillen wieder gefressen, bestimmt. Nee, ich hab ja 2 gefressen. Ich dachte, da hat Kalle auch eine gefressen. Ich hab nur eine gegessen, weil ich vorhin sehr weit unten war. Jo. Wo ist denn das EMF? Liegt das noch drin? Das liegt drin. Ich hab alles drin gelassen. Ich kann auch reingeben, Wasser, ne? Du musst nicht, ja? Ja, geht mal neu. Also auf der Kamera hab ich eben keine Zeichen. Ja, steht drin. Lisa Clark, du geile Schnecke. Die muss eigentlich gefühlt fast hier oben spawnen, ne? Lisa Clark! Gib mir ein Zeichen, Lisa Clark. Ich habe Angst, Lisa Clark. Lisa Clark. Lisa Clark. Lisa, gib mir ein Zeichen. Lisa Clark. 4. Wo denn? Lisa Clark. 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 Angst. Lisa Clark. Angst. Oha. Lisa Clark? Wo bist du, Lisa Clark? Ich habe so Angst, Lisa Clark. Lisa Clark. Angst, 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 lauf, Angst, lauf, Lisa Clark. Lisa Clark. Wo sind die? Lisa Clark. Lisa Clark. Lisa Clark. Gib mir ein Zeichen, Lisa Clark. Lisa Clark. Zeige dich. Bin alleine. Ich schwör. Lisa Clark. Lisa Clark, gib mir ein Zeichen. Aber die will mich auch nicht. Schade. Und? Magst du dich mehr nicht so, ne? Sie hat mir eben F4 gegeben, mehr nicht. Lisa Clark. Besser wie 3, genau. Lisa Clark. Lisa Clark. Lisa Clark. Lisa Clark. Lisa. Lisa. Gib mir ein Zeichen, Lisa. Lisa, gib mir ein Zeichen. Lisa Clark, ich beschwöre dich herauf. Gib mir ein Zeichen, Lisa Clark.
Lisa Clark. Ja, die ist wirklich sehr schüchtern, die Lisa. Dann killt sie mich wahrscheinlich gleich. Lisa! Lisa Clark! Also die Aktivität ist sehr lange auf Null, muss ich sagen. Lisa Clark, ja, das ist irgendwie... Wie sieht jetzt meine Sanity aus? 5? 50! Oh, sie mag mich offenbar doch ein bisschen mehr, offenbar. Hey, Lisa! Lisa? Bist du da? Die Aktivität steigt immer mal ein bisschen und dann fällt sie wieder ab. Sie hat mich gerade angefaucht. Das ist total langweilig. Lisa Clark! Lisa Clark? Lisa Clark! Hat die mein Kruzifix geklaut? Oder liegt das hier unten? Lisa Clark. Lisa Clark. Lisa Clark. Die kommt halt einfach nicht, ne? Kitsune, was geht so? Suchst du auch Lisa? Lisa Clark. Lisa Clark. Angst. Angst, Angst. Zeige dich mir. Geist, zeige dich mir. Lisa Clark. Aber da liegt sonst auch das Thermometer. Mhm. Aber ich habe auch keinen Gefrieratem. Ja, 3 Grad, ne? Hier oben ist zu warm. Aber hier oben faucht ihr immer rum. Lisa Clark, Lisa Clark. Lisa Clark, Lisa Clark, Lisa Clark, Nosferatu. Lisa Clark. Hast du das mit der Licht? Ja, ich wollte sie triggern vielleicht ein bisschen damit. Lisa Clark. Lisa Clark. Lisa. Also Marcus, deine Sanity sagt 40. Ja, aber das ist noch voll okay. Das ist voll... Dafür, dass das Profi ist, ist das nicht schnell, finde ich. Lisa Clark. Lisa Clark. Hallo? Oh Gott. Lisa Clark! Lisa! Ich glaube, die kommt nicht mehr. Ich glaube, die hat keinen Bock. Alter, ohne Witz, ich glaube, der Geist ist buggy. Ja, dann lass oh, noch mal hat Klavier gespielt. Oh, oh Gott. Wo ist denn hier ein Klavier? Oh, 4. Aktivität ist auf 7, Master. Wo ist denn hier ein Klavier? Kommen schon wieder nur 4. Ah, hier ist ein Klavier. Lisa Clark. Lisa Clark. Aktivität ist immer noch auf 6. Ne, 5. Lisa Clark, Lisa Clark. Angst, Lisa Clark. Lisa Clark. Die faucht mich die ganze Zeit nur kurz an und dann geht die wieder. Lisa Clark. Lisa Clark. Ich habe halt EMF4 hier. An der Tür. Lisa Clark. Lisa Clark. Nee, irgendwie will die nicht. Die ist mir schon sehr schüchtern irgendwie. Okay. Schmeiß da hin! Bewegungsmelder. Wunderschön. Da ist der Kalle, ich sehe den Kalle jetzt nicht mehr. Wo steht denn die Kamera? Oh, da ist ein Orb. Die Orbs hier rumwuseln, sieht voll lustig aus. Eines liegt auf der Türe, auf der Treppe. Nein, haben wir nicht. Hat er einen Kruzifix mitgenommen oder wie? Nee, Master sagt doch, er hat die umgelegt. Oder ja, was? Ich hab die ein bisschen umgelegt. Hm.
Wir haben so viele useless Bilder. Wo bist du? Ah, ich bin doof, ich bin doof, ich bin... What the fuck? Warum ist der doof? Wieso habt ihr die Kamera wieder geswitcht? Die ist irgendwie doof. Warum ist Kalle doof? Das weiß ich auch nicht. Ich muss erst sich selber beantworten. Oh lol. Ist das er? Ja. Oh. Huh. Also der Geist, der ist echt tote Hose, oder? Ja, der hat gar keinen Bock. Ja, der ist ein bisschen lame. Ey Kalle, probier mal Tim seinen Namen zusammen zu triggern. Ich hab den Namen so oft gesagt, das glaubst du gar nicht. Ja, ich hab den auch richtig oft gesagt. Ich hab den auch oft gesagt, aber der hat nicht so wirklich Bock. Aktivität ist 5! Aber... Oh, oh Gott. Oh, er stirbt, er stirbt. Wo ist er? Hä, wo ist... Oh. Lisa Clark, du bist echt scheiße. 5 EMF, 5. Hat er gerade 5? Ja. Nice. Erstmal Kalle umbringen, aber dann gibt's EMF 5 als Belohnung. Shit. Shit für alle. Kalle für dich. Shit. Kalle, es ist dein Shit. Och, armer Kalle, ey. Armer Kalle, ey. Alleine oder mit anderen? Ja, obviously not alone. Hey, aber dann verliere ich meine ganzen Videokameras. Oh nein! Ja. Hat er die jetzt alle verloren? Ich verliere meine ganzen Kameras. Oh nein! Oh, der Arme. Oh, der arme Kalle. Shit! Könnt ihr noch nicht alle... Ich wollte gerade sagen, EMF 5 oder ist mein Mikro ausgegangen? Oh lol. Ich habe gerade gefunden, deswegen. Ja, der Geist mobbt sich dann nicht mehr so, ne? Wir haben eben live auf Cam gesehen, wie du gestorben bist, Kalle. Ich hab's durchs Fenster gesehen. Ja, man hat bei mir einfach, ich hatte gerade die richtige Kamera ausgewählt in dem Moment, wo sie ihn umgebracht hat. Blub und Kalle fliegt einfach auf den Boden. Lol. So, Kalle hat nix mehr, keine Taschenlampen, keine Vanity Pill mehr. Ich muss einkaufen gehen. Ja, und Becky muss jetzt mal noch ein Räucherdings kaufen, weil das hab ich irgendwie nicht mehr. Habe ich letztes Mal wahrscheinlich vergessen zu kaufen. So. Wer kann was auswählen? Kalle oder was? Kann nichts auswählen. Ja. Rich will Roto. Warst du nicht du das Kitsune, die das da stehen haben wollte? Warst das nicht du sogar Kitsune? Bin mir nicht mehr sicher. Irgendjemand meinte, das wäre lustig, wenn das da stehen würde. Jetzt habe ich es einfach geschafft und jetzt will ich keine Bilder mehr werfen. Oh, meine tollen Bilder sind hier, oh Gott. Oh, hier sieht man noch so auf Videokamera, dann sieht man Kalle, wie er irgendwo hinstarrt, wo er noch ganz viel Sanity hat und dann ist Kalle tot. Irgendjemand von euch muss noch eine Taschenlampe einpacken. Ich habe eigentlich ja, schon. Kalle, also, der ist doch noch am Kaufen. Also, okay. Lass den armen Jungen doch shoppen, Mann. Seine Kaufmut und dann so... Oh, kannst du hier runter von meiner Lampe, du. Und dann nach 5 Minuten ist er wieder tot. Verliert alles. Neu. Pixin und ich sind beide viel zu laut in dem Spiel, ne? Ja. Ihr habt ja einfach ein Organ. Bei Kalle doppelt, das ist übelst nervig. Ey, was soll ich dagegen machen? Das weiter wegstellen. Stellen oder dein Spiel leiser stellen? Nee, weiter wegstellen. Einfach weiter wegstellen. Mach mal Streit rein. Doch. Also, die Grund ist weggepackt. Oh, hier ist... Sind die anderen schon reingeladen oder wieso sind die so ruhig? Das ist gruselig.
Hi. Hallo. Hallo. Pixel hat eben in. Warum haben wir denn jetzt drei Räucherstäbchen? Ich hab ein paar eingekauft. Ich hab nicht alle gekauft. Hallo, bitte. Mario, ich hab schon Thermometer. Oh. Ist doch egal, das Haus ist groß genug. Nee, da will ich kein Thermometer. Ich geh jetzt aber hoch. Macht halt voll keinen Sinn, die Aussage, Becky, weil so würden wir es viel schneller finden. Und hätten heute auch eine gute Absicherung. Redet sie jetzt mit der Geisterbox? Tote Hosen im EMF gerade. Ich verfolge dich. Redest du jetzt die ganze Zeit mit der Geisterbox? Ja. Oh Gott. Ich wage es nächstes Mal nicht mehr, der heiligen Becky ihr Thermometer wegzunehmen, versprochen. Wir haben das Board gefunden. Ich frag mal. Wo bist du? Wie viel schlägt's denn aus? M ist 5! Was war der erste Buchstabe? M? Master Bedroom, glaube ich. Ist das Maser? Oh ja. EMF 5 und Master Bedroom, glaube ich, ist es ja. Hauptschlafzimmer. Das EMF kann ich jetzt wegschmeißen. Kann jemand ein Foto machen? Foto-Hip machen? Ist das hier der Raum? Ist das Master Bedroom? Das ist doch gar nicht das Master Bedroom. Das Master Bedroom ist so unten, oder? Ich glaub, das ist es. Das ist doch unten gewesen, oder nicht? Nein, das ist nicht Master Bedroom. Habt ihr das Scooterbot gefragt, oder was? Ja. Ja. Haben wir doch gesagt. Oh Gott. Brauchst nicht nochmal fragen. Das Master Bedroom ist das unten, ja. Ja. Da war ich gerade, da hat er mir nicht geantwortet. Ja, das müsste sein. Ich glaube, ich habe auch gerade einen Step gehört. Bist du da? Antwortet der nicht nur auf allein? Ist es hier, soll ich eine Cam aufstellen? Ja. Bist du da? Hat jemand Kruzifix? Oh. Licht an der Ecke. Warum denn deine Ecke, Mann? Ich bin hier schön. Du musst das nicht im Weg legen, damit der Geist schön drüber läuft? Ich glaube, wenn du es voll nah an dich dran liegst, bringt das eher weniger, habe ich irgendwie den Eindruck. Becky stirbt trotzdem immer die ganze Zeit. Obwohl sie das Ding jetzt da dran hat, gefühlt. Ich nehme mal ein Buch mit und was nehmen wir noch mit? So eine Kamera, oder? Ihr könnt auch noch ein zweites Buch mitnehmen. Moin. Schreib etwas in das Buch. Bist du da? Hallo, Guy. Hey Marius. Bin im Hintergrund da, allerdings fleißig am Vollgeist trainieren. Okay. Alles klar, Marius. Ja, die redet trotzdem, auch wenn du die ausräucherst. Außerdem ist die Aktivität gerade auf 10. Hi, ich wurde gerade angehaucht. Hi. Die ist klein. Okay, oder bist du im Kopf? Ich habe sie leider nicht fotografiert. Ich habe nur eine Interaktion fotografiert. Bist du da? Was
40! Der hat hier irgendwo eine Türe bedient gerade. Leute, haben wir eigentlich schon Orbs? Nee, oder? Alter, welche Türe bedient der hier die gerade? Ich glaube, die, wo du bist. Oh, ich hab ihn steppen hören. Oh, aktiviert es auf 9! Alter, der steppt gerade sehr aktiv. Oh. Er hat den Raum. Haben wir keinen Strom? Wir haben die Bewegungsmeldeaufgabe, ne? Das glaube ich dir aufs Wort. Ja, ich kann mit ihm reden, wenn du magst. Schreib etwas in das Buch. Alter, er steppt ja die ganze Zeit hier. Bist du da? Wie alt bist du? Bist du erwachsen? Bist du ein Kind? Wo bist du? Oh Gott. War der Geist. Es war zu spät schon. Du hast ihn fotografiert. Nimmst du mal bitte. Bei mir nicht, bei mir ist er schon weg. Er ist weggegangen, als ich ihn fotografiert. Ja, bei mir ist er auch schon weg, aber es hat gezählt. Ah, okay. Nimmst du die Pillen? Oh, ist meine Sanity schon so niedrig? War nicht in Ordnung. Du kannst es versuchen, der redet nur mit allein. Schreib was in das Buch. Bist du hier in den Raum? Wer ist das da? Rede mit mir. Hallo Geist. Hallo Geist. Hallo Geist. Ich hab das Gefühl, der redet nicht. Hat aber definitiv Fußabdrücke. Das stimmt, ein Gespenst ist nicht. Wo ist denn der Sicherungskasten? Bitte? Sicherungskasten? Nein, nicht du, Pixel! Jetzt lass Marvel reden, sonst verstehe ich nicht. Wo ist der Sicherungskasten? War das gerade Kalle? Hä? Da war gerade so ein richtiges Dumm. Schreibe etwas in das Buch. Ganz schön doof, der Geist. Oh oh. Ey. Oh Gott. Tschüss. Ciao. Da stand das gerade. Ah. Na gut. Wir haben aber eben Geisterorbs gesehen. Oh.
Oh, ich liege aber nicht da. Sieht gemütlich aus. Was, wir hatten EMF Ebene 5? Geisterkugel, Phantom Ginshade, ja. Also schüchtern ist er irgendwie wirklich nicht. Phantom. Phantom könnte sein, gefühlt, weil er verschwunden ist, als ich ein Foto gemacht habe vorhin. Gefriertemperaturen. Schreib was in das Buch. Schreib was in das Buch. Gin könnte auch sein, weil wir haben gerade den Strom wieder irgendwie, ne, hergestellt. Aber er redet halt mit der Box nicht. Das Buch kann er doch auch gar nicht mehr schreiben, oder? Buch kann es doch gar nicht mehr sein. Hm. Aber als ich ihn fotografiert habe, ist er verschwunden. Toter Körper hat nicht gezählt. Hat er nicht als toter Körper zählen. Ja, leider. Was machst du? Warum denkst du? Nee, Shade ist es nicht, der ist nicht schüchtern. Der war richtig aggro, ja. Ich denke, es ist ein Phantom, weil als ich ein Bild gemacht habe, ist er weg gewesen. Wobei, das ist nicht immer so. Das hatten wir auch schon mal anders. Martha, bitte was auswählen, wir wollen fahren. Bleib mal einfach. Wahrscheinlich entweder Shade oder was ist das andere? Gin, glaube ich. Gin, genau. Ja. Kann immer, das ist ein Gin, ich glaube, das ist ein Shade. Ich bleib mal bei Phantom. Okay, wir düsen jetzt. Tschüss. Ja, ich hatte recht. Als ob! Weil als ich das Foto gemacht habe, ist er halt verschwunden, deswegen war er auf dem Foto nicht drauf. Deswegen dachte ich so, ja, Phantom. Achso, du meinst ganz am Anfang. Ja, ich habe das Foto gemacht und er war instant weg dann. Na dann. Ja. Naja, passiert. Gestorben. Was hatte ich denn alles überhaupt dabei? Bestimmt nicht viel. Ich muss starten, ne? Warte mal. Ja, ich muss Sachen kaufen wieder. Was habe ich denn alles verloren überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Hui. Brauchen wir gerade noch irgendwas Bestimmtes? Ich glaube, eine Videokamera habe ich nicht mehr. Videokamera. Erstmal was trinken. So. Habt ihr schon auf Start geklickt? Ja, das ging schnell. Das war gruselig schnell. Lol. Pixel has CMS again. Hat schon jemand ein Thermometer? Nö. Okay. Gott. Hat schon wer eine Kamera? Ja, ich.
Okay. Keine Videokamera, sondern ein Foto. Jojo, meine ich ja. Bist du da? Wo bist du? Bist du da? Okay, Mal, da werde ich schon. Bist du da? Komm gleich, ich habe eine Taschenlampe vergessen. Ups. Goldstrich! Bist du da? Wo bist du? Bist du da? So, Taschenlampe an Bord. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Hallo. Hallo, mein Guy. Hallo. Wart ihr das gerade? Ja. Ich hab was Schönes gefunden. Bist du da? Seid ihr oben? Warte, was hast du Schönes gefunden? Oh. Bist du da? Oh, nö. Machst du recht vor dem Eingang. Du musst mit EMF drauf. Ich bin. Also mit der Box aufhören. Aber vielleicht antwortet er dann auch dazu. Wo bist du? Ey, was ein Bitch. Wo bist du? Wo bist du? Kacke. Zwei. EMF 2 nur. Nein, Kalle, geh mal weg da mit deinen Schenkeln. Master Bedroom. Wahrscheinlich wieder, ne? Leute, ich bin raus. Ich guck nach meiner Sanity. Ja. Ich bin zweimal nicht geantwortet, Mann. Bist du da? Ich bin nicht hier. Wo bist du? Bist du ein Kind? Wie alt bist du? Ist das hier... Das ist nicht der Master Bedroom, ne? Hat den Bewegungssensor noch platziert? Wenn ja, das ist der falsche Raum. Da steht Upstairs Bedroom. Ja, ja. Ich wollte auch gerade sagen, das ist, glaube ich, wirklich der falsche. Ich bin einfach Kalle gefolgt gerade. War richtig dumm. Das hier ist er. Bist du da? Cool, ich habe 4% Sanity noch. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du oben? Ja. Ja. Hi. Ich habe irgendwo meine UV-Lampe, glaube ich, verloren. Ah ne, ich habe sie noch. Okay, das war kein Bewegungssensor, sondern eine Audiosensor. Ist egal, auf jeden Fall falscher Raum. Ich bin immer rum, wegen EMF. Im Master Bedroom sind aber keine niedrigen Temperaturen. Bist du da? Schau mal jetzt, Becky, ob es selbst da steht. Wie alt bist du? Ich stehe neben dir, Kalle, du Schlaumeier. Ja. Hab den komischen Sensor jetzt schon versetzt? Glaub schon. Ich hab Thermometer und Kamera aber in die eine Ecke geschmissen. Haben wir das Reacher-Board eigentlich schon fotografiert? Hab ich fotografiert, ja. Sehr gut. Na? Na? Ey, die Olle ist 74! Hm? Die Olle ist 74? Die ist 74! Woher weißt du das? Becky, deine vielleicht hab ich sie gefragt! Schreibe etwas in das Buch! Bitte! Bist du da? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Arsch.
Schreibet. Oben. Hab schon versucht. Hä, aber sie ist doch unten. Hä? Ich dachte, der Master Bedroom ist hier drüben. Oben. Wo ist denn der Master Bedroom dann? Ich hab doch gesagt, das ist nicht da, wo er draufgehangen hat. Leute, was soll ich denn die Ecke aufstellen? Aber da hat sie ja in einem anderen Raum aufgehangen. Okay, ich bin lost. Ich dachte, dass wir oben beim Master Bedroom. Okay, komm mal. Wo ist er denn dann, der Master? Ach, das ist der Master Bedroom. Okay, dann macht das so. Ja gut, ich darf auch mal lost sein. War schon verwirrt. Schreib etwas in das Buch. Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Hä? Dann red doch mit ihr. Hä? Dann rede doch mit ihr. Box liegt drin? Hä? Was ist denn mit der Frau? Wir haben den Bewegungssensor auch auf jeden Fall die Aufgabe. Bist du lieb? Bist du böse? Warum redest du mit dem Board? Bist du denn des Wahnsinns? Ich glaube, Becky ist vollkommen durchgedreht. Als ob die hier reingeguckt hat. Ich hab doch extra noch die Tür extra nochmal. Ich hab doch die scheiß Tür extra nochmal zugemacht. Oh. Geist ist mir unsympathisch heute. Wie viel Pech kann man haben? Hä, aber wieso redet sie jetzt hier? Was macht die Frau denn? Ich glaube, die Runde ist gerade irgendwie lost. Wie heißt du? Mich wundert es nicht, dass ich dann gestorben bin, wenn die hier die ganze Zeit mit dem Board reden und ich da drüben hocke. Gottes Willen, mich wundert nichts mehr. Wir haben immer noch keine Beweise, oder? Ja, pff. Wow, einfach nur. Ja, macht mich jetzt schon ein bisschen triggert. Er hat eine Kerze für mich angezündet. Wenigstens einer denkt an mich. Wenigstens einer denkt an mich. Ey, Becky, die Voodoo-Puppe ist hier. Guck mal. Guck mal, Becky. Die Puppe hier, warte, guck. Ist Kalle reingegangen? Oh ja, der ist reingegangen. Die haben einmal die ganze Zeit mit dem Ouija-Board geredet. Kein Wunder, dass ich gestorben bin, wenn ich da im Geisterraum bin. Bedroom? I guess. Ja, ich komme. Okay, Kalle, mach mal deine Taschenlampe aus oder Pixel, wer ist noch immer die da an ist? Meine war.
Ja, ich sehe ja Master Bedroom. Kalles Gespräch mit dem Geist ist formidable. Hallo, geil. Guck mal, er macht auch die ganze Zeit. Da steht halt auch nichts erkannt. Aber da steht halt nicht das eben, weil er keine Fragen stellt. Wo ist der denn? Oh Leute. Kein Wunder, dass ich gestorben bin. Die spawnt da einfach die Olle. Ioi. Oh Gott, oh mein Gott, habt ihr Glück. Oh mein Gott, habt ihr Glück. LOL. Oh mein Gott, haben die einen Lack gehabt gerade. Ich glaube, die hat sich festgebackt. Kann das sein? Keiner ist gestorben. LOL. Wieso ist die... Ich glaube, die... Oh, okay. Die kam da nicht ins Eck, glaube ich. LOL. Kalle, du hast die Cam. Kalle, Mara ist nicht im Badezimmer gestorben. Bitte was? Die Runde wird irgendwie nichts, habe ich den Eindruck. Kalle, was hast du gesagt, wir haben Fingerabdruck? Ja, wir haben Fingerabdruck im Badezimmer. Oh. Warte, Kalle, warte auf mich! Mach doch mal keinen Stress, Alter. Wo denn? Da am Fenster. Ja, geil. Da am Fenster. Mach jetzt Fingerabdruck. Ah, hallo. Find's lustig, wenn die mich auf den Bildern oder so sehen könnten irgendwie. Ich hab die Kopfkamera auf, ne? Ja. Oh. Pixel Licht aus. Bisschen tiefer, bitte. Noch tiefer. Hallo, geil. Können alle nicht mit der Box reden, habe ich den Eindruck. Schau mal ein Stück nach links. Geil. Hallo. Geil. Pixel kann in der Zeit. Oh oh. Nein. Oh lol, jetzt kommen die von da. Aber mal gucken, ob sie dieses Mal kriegt. Nein, lass sie in Ruhe, du kleine Sch. Ich bin tot! Oh. Pixel tot. Ja, ich hab auch gerade. Hasse dich, du bist scheiße. Hey Pixel, hörst du mich? Hi, hörst du mich? Bitte? Hörst du mich? Hallo? Pixel? Du hörst mich nicht, ne? Ist buggy. Nein, ich sehe keine Ops, Mann. Verdammt, das ist ja Ops. Ich hab's ja gesagt, dass die Runde nix wird. Hab ich gleich gesagt. Ach, schade, dass sie mich nicht hören kann. Das ist Gesundheit. Da ist jemand krank. Sad, Alter. Stimmt, wir haben nur Finger. Oh mein Gott! Da fuck!
Du hörst mich halt nicht, ne? Hallo, das ist geil. Ach, da stand nicht Master Bedroom? Oder ich hab mir das eingebildet. Oh Gott. Weil dieses Mal kam die von hier drüben. Da, dieses Mal ist sie nicht im Schrank gespawnt. Boah, wie mies ist das bitte dann? Ja, da hat sie recht. Warte, ganz kurz 2 Grad? Warte, Pixel steht da aber in der Ecke. Oh. Du doofes Stück Scheiße! Ich hasse dich! Die ist ja aber wirklich auch überall am Haunten, ne? Aber vielleicht ist da wirklich der Raum hier auch falsch. Für die Gefriertemperatur. 0,6. Das letzte Mal, als wir so niedrig waren, hatten wir irgendwann dann Gefriertemperaturen gefühlt. Kann das ja eigentlich kein Geisterbild sein? 0,6, 0,4. Oh, come on! 0,4! Gespenst oder Banshee? Aber Banshee macht doch gar keinen Sinn, oder? Temperaturen, Mann. Die hat ja auch mehr gejagt. Wobei das vielleicht auch nicht unbedingt heißt, dass sie wirklich nur einen killt, oder? Bist du da? Oh, schade, dass es nicht mehr auf mich hört. Das wäre so gut. Hier ist einfach überall kalt. Nee, im Badezimmer in der Ecke nicht mehr. Oh, da stand die auch mal. Komm, gib mir die Minustemperatur 0,9. Schreib in das Buch. Warte mal kurz. Boah. Nee, im Bad ist die, glaube ich, nicht. Die spawnt bestimmt gleich wieder. Das letzte Mal hatte sie sich, glaube ich, hier festgebackt und konnte keinen killen. Beim zweiten Mal hat sie es von der anderen Tür raus versucht und war nicht mehr so festgebackt, glaube ich. Boah, ja, die Geisterwelt, ne? Diese ganze Zeit dieses... Hier ist sie doch eigentlich auch schon voll durchgelatscht. Das muss auch... Also entweder man kann mehrere Male durchlatschen, weil letztes Mal ist sie hier... Oh, holt sie jemanden? Ne, das war jemand anderes, ne? Hey, ich schwöre, die war hier gerade. Der Fug? Wo war die? Wo sind denn die anderen hin? Da liegen gefühlt nur noch Taschenlampen rum. Wo sind denn die anderen? Sind die schon rausgegangen oder ver- Oh Gott, was soll ich? Huch. Ah. Boah, die Olle, ne? Ah. Alter, guck dir die mal an. Die ist ja richtig ugly. Ah. Richtiges, richtiges Schnuckiputz hier. Wo sind denn die anderen? Hätte Minustemperaturen, sagt sie. Ja, dann würde ich es auch sagen, Banshee, oder? Weil, oder, achso, Gespenst? Warte mal. Ist Gespenst nicht auf Salz? Ja, also Gespenst würde ich nicht sagen. Ich würde dann sagen, eine sehr, 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 sehr aggressive Banshee. Oh Gottes Willen, ey. Wie oft die jetzt kommt einfach. Aber die geht halt in die ganz falsche Richtung hier. Wo geht's denn hin, liebe alte Dame? Ah, die liebe alte Dame ist unsere beste Freundin geworden. Ah, sie zeigt uns ihr anderes Schlafzimmer noch. Oh, das hast du aber schön gemacht. Willkommen! Bitte geh nicht so schnell, wir sind nicht so schnell. Ich muss ihr den Weg abschneiden.
Hi, hübsche. Ey, nicht abhauen. Du bist. So, hallo Steffi. Alter, wie lange wir hier auch rumlatschen will, ne? Bleib stehen. Die hat's echt eilig, die Frau. Ich muss halt auch zugeben, so im Tod wird man auch ein bisschen notgeil dann. Was? Bitte was? Ich würde lachen, wenn es jetzt einer von denen nicht nach draußen schafft. Ja, ist vielleicht sinnvoller, ja. Oh Gott. Also Leute, wer es noch nicht mitgekriegt hat, ist es ein Banshee. Weil Gespenster laufen ja nicht durch Salz. Aber der Banshee jagt nur eine Person. Macht auch keinen Sinn. Weil wir nur noch Banshee und Gespenst zur Auswahl hatten. Ja. Ich glaube auch, dass es eine Banshee ist, weil mich wundert es trotzdem, dass sie mehrere Personen jagen kann. Interessanterweise. Ich habe Zeit mit den Minusgraden gelassen, Alter. Ich habe nie mehr als minus 0,2. Ich hoffe, das zählt als Gefriertemperatur. Ich will mal nicht mitfahren. Ich will sehen, was ist, wenn man nicht in Van geht. Wenn die einfach dann ohne uns wegfahren. Oh, er hat wieder eine Kerze für mich angezündet, weil ich ja gestorben bin. Nein! Geht nicht! Wartet auf mich! Nein! Die fahren einfach ohne mich. Stehen bleiben! Ich will hier nicht bleiben! Oh, was eine blöde Bitch, ey. Das war auch anstrengend rauszufinden, ne? Ja, weil ihr die ganze Zeit im Eingangsbereich gehockt seid und mit dem Witcherbock geredet habt, gefühlt. Ich bin die Einzige, die hier gehockt hat. Alle war bei dir. Ja. Ich hab sogar gedacht, dass es ein Banshee war, weil der Geist ist auch irgendwie immer hochgelaufen. Der war voll, die ich war hab voll irgendwie weird, auch gedacht, Banshee, weil der war irgendwie immer auf eingetriggert und hat die Person umgebracht und so weiter, ne? Wir waren gerade Chuchu mit der Banshee. Wir haben gerade Chuchu was gespielt. Was macht ihr da? Bei mir leckt das. Alles okay bei dir, Becky? Alter, was eine Bitch, ey. Die sind bei mir in der Luft. Die ist vor allem in dem Schrank dann gespawnt. Ich ein bisschen leiser und versucht nicht zu übersteuern. Warte, sind die bei dir auch in der Luft, die Teile? Was? Nee, bei mir buggt das einfach allgemein gerade. Oder sind die bei euch auf einem Turm? Bei mir war es turmartig, aber ich hab's auch gemacht. Hallo. Ja, ich möchte gar keinen Korb werfen, ich hab da eine 69 stehen. Ja, mein süßes Kätzchen. Dafür. Oh, so ein süßes Kätzchen. Ich hab eine 666 stehen. Möchtest du das süße Kätzchen denn noch ready gehen? Mit den süßen blauen Äuglein. So, was brauchen wir denn noch? Aber wie lange die sich bitte Zeit gelassen hat mit den scheiß Minusgraden, ne? Mhm. Ich bin da so lange rumgelaufen und immer so, bitte. Ich habe irgendwie nicht mehr dran geglaubt, dass wir das noch schaffen. Rothaus, Ich bin doch schon ready, oder? Ich auch. Nee, ich war nicht ready. Alter, das eine Bild, das Kalle gemacht hat, das war... Habt ihr das eine Bild gesehen, was Kalle gemacht hatte? Das war voll widerlich. Sie sah allgemein richtig hässlich aus, die Olle. Ich glaube, einmal hatte die einen nicht bekommen, weil sie sich festgebackt hatte. Da hattet ihr, glaube ich, Glück. Was, sie hat sich zweimal festgebackt? Also einmal hatte sie sich irgendwie so im Nachttisch festgebackt gehabt. Was haben wir denn alles hier? Ach, antwortet ihr auf Gruppen? Alleine. Okay. Ich hoffe, ihr habt alles, was ihr braucht, weil ich nehme das jetzt nicht, dann ist Becky wieder beleidigt. Spaß. Moin. Mach mal Licht an hier. Ist zu dunkel. Ja. Oh, EMF3. Jetzt schon? Hier. Okay, Esszimmer dann. Um den Tisch. 3. Na, wir gehen erstmal. Das ist er weg. Kalle ist Uga-Uga-Bot da. Schreib etwas in das Buch. Nö. Der hat hier auch in der Küche gerade gesteppt. Ja, EMF3 in der Küche. Aber nicht so YouTube
mal schauen, warte mal, nicht. Was ist das für ein komisches Kritzeln? Was ist das Geräusch? Ich weiß es nicht, was das Kritzeln immer heißt. Vielleicht ein Garagengeist? Also ich hab den Knochen gefunden, ich weiß ja nicht, was ihr habt. Was im F3 haben wir. Das nennt sich Tür. Nee, nicht das Kritzeln, das meint sie nicht mit Kritzelgeräusch. Hallo. Oh, jetzt habe ich hier 10 Grad. Im F ist ganz ruhig. Genau hier in der Küche, hier habe ich wenig Grad. Und Leute, habt ihr euren Arbeitstag schon überstanden? Hier den Mittwoch? Haben wir heute Mittwoch? Ja, wir haben heute Mittwoch. Road to Weekend ist wieder am Start, hätte ich gesagt. Warte, antwortet ihr auf Gruppen? Personen, die alleine sind, okay. Boah, haben wir noch ein Bewegungsmelder-Action-Dingens? I go and tool stuff. Naja, Bewegungsmelder-Dingens haben wir. Nehme ich auch nochmal einen mit. Guys, where are you? Wo habt ihr den Bewegungssensor platziert? Ich glaube, ich hab da eben irgendwas krabbeln sehen, aber ich glaube, das war aber doch mein Schatten meiner Taschenlampe. Der Geist antwortet nur auf Leute, die alleine sind. Ich bin draußen drin. Bist du da? Ich bekomme das Spiel Paranoia. Ich glaube, ich hab was krabbeln sehen. Bist du da? Hier ist schon mal ein Kind auf mich zugekrabbelt. Bist du da? Er antwortet nicht, wenn du da bist. Bist du da? Antworte nicht. Vereint, ne? Becky und das Reacher-Board. Aber erstmal will ich gucken. Oh, okay. Wir haben jetzt hier inzwischen 6 Grad drin. 5. Soll ich fragen oder machst du? EMF war gerade auf 5. Habt ihr es nicht gehört? Becky, fragst du dich? Ich frag ja, warte. Wo bist du? EMF 5! Hä? Wo bist Hört ihr mir gar nicht zu? Der Geist war da. Der war hinter euch gerade, Alter. Ich bin hier raus. Könnt mich mal. Der ist Dining Room wahrscheinlich. Ja, hab ich doch gesagt. Da piss dich mal kurz raus. Hast du den Geist auch gesehen, Maser? Ja. Das sah creepy aus, oder? Zwei Sachen? Oder bin ich lost? Hä? Wir haben EMF5. Ja, aber nichts anderes, oder? Nicht, dass ich wüsste. Bewegung. Sorry, ich wollte C drücken, ich bin auf B gekommen. Den Temperatur nach ist hier in der Küche. Kalle, deine Sanity ist. Ja, hab aber viel gearbeitet habe ich heute. Ach, und ich war leicht müde. Wegen gestern noch ein bisschen. Ich hoffe, es war es aber wert. Also der antwortet nur auf alleine, ne? Könnt ihr mal rausgehen alle und Becky reden lassen? Hallo, bist du dir sicher? Ich komme mal, stell mal die Kamera mal in der Küche auf. Du musst aber im Dining Room sein, ne? Und wir müssen dir das Licht ausmachen. Das Licht, das Küchenlicht ist hier drüben. Könnt ihr das Licht bitte ausmachen? Ja, haben wir doch. So, und jetzt weggehen, Pixel. Pixel, was machst du hier? Achso, du stellst Kamera. Ich hab aber auch eine Kopfkamera. Der hat gerade irgendwas runtergeschmissen, oder? Warte. Jo, ich hab mal Kamera hingestellt. Viel Spaß! Ich glaub's schon. Nö, das ist ja schon im Nebenraum, oder nicht? Ich sehe also nichts wegen Orbs, ne? Ja, willst du mich verarschen? Ich hab das Licht ausgemacht, weil mich das genervt. Hä? Buggy ist da mega lustig. Bisschen weiter runter, weg. Bin erstmal weg, wünsche noch viel Spaß beim Geisterfang. Alles klar, schlaf gut. Oder bis später oder so. Hier habe ich aber voll die hohen Temperaturen.
Bist du im Esszimmer? Du bist doch gar nicht im Esszimmer, oder? Du stehst doch gar nicht im Esszimmer. Stehst du nicht so halb in der Küche? Ja, aber er hat doch Dining Room gesagt, oder nicht? Oh, ey, Becky. Okay, sehr gut. Phantom, Gin oder Shade? Also die Box kann es, glaube ich, gar nicht. Die Box kann es, glaube ich, gar nicht mehr sein. Die Box kann es gar nicht mehr sein, soweit ich das sehe. Hä? Was? Hat er auf die Box? Das kann er doch gar nicht, oder? Hä? Sie hat ja auch Orbs eingetragen gesagt. Achso, ich hab Box verstanden. Steht er jetzt trotzdem mit ihm? Shade, Phantom? Kalle redet mit dem. Die Box geht nicht mehr. Die Box ist nicht mehr nötig. Warum? Was haben wir denn? Wir haben doch nur... Shade, Phantom oder Jin? Nee, warte. Buch? Gefriertemperaturen? Hä, wo ist denn Box? Bei welchem Geist ist Box? Haben wir überhaupt noch einen Gin? Ja. Okay. Oder Gefriertemperaturen, wir haben auch noch eine Option. Das Thermometer liegt in der Ecke. Könnt ihr mir jetzt mal sagen, welche... Ah ja, stimmt, hast recht. Wir haben Kugeln und EMF. Danke. Pixelgrill hat gesagt, sie hat Orbs gesehen. Ja, ich hab eben zwei Orbs gesehen. Bist du da? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du erwachsen? Schreib etwas in das Buch. Bist du da? Bin nicht drin. Jetzt ist wieder auf 4. Ich hab keinen Bock schon wieder zu sterben. Und 2. Also, wie gehen wir voran? Also Gefriertemperaturen. Oh. Gefriertemperaturen? Könnte es sein. Oder Box oder Buch. Ja. Man könnte das Buch nochmal umlegen. Vielleicht hat die keinen Bock auf den Tisch zu stellen. Ich hab's, glaube ich, sogar nochmal umgelegt. Mhm. Achso. Kommst du mal draußen, dreht die komplett durch. Oh, ich hab ja noch Erdnussschlips hier. Oh Gott, du hast mich so erschreckt. Oh Gott, ich habe ja noch Erdnussflips hier. Schreibe etwas in das Buch. Ey, Mase, Neuigkeit des Tages. Kalle hat noch Erdnussflips. Ich weiß, hab's gehört. Voll geil. Bist du da?
Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? The girl is coming at the house. Bist du da? Rede mit uns. Schreib etwas in das Buch. Oder das. Sag mal. Kein Bock. Da kannst du keinen Bock auf. Warte mal. Bleib mal hier drin, Mauser. Bleib mal hier drin. Wo bist du? Er hat geantwortet. Kein Bock. Nice. Wieso hat er dir geantwortet? Warte, ein Arsch. Während die Box in der Küche einfach lag, ja. Ich weiß, ich sehe sehr gut aus, Kalle. Box und somit haben wir einen Gin. Oh, Kalle, Alter. Wir fahren dann jetzt, ne? Ja. Hey, warte. Alter, habt ihr eilig. Job auszugeben. Geil! Toll. Wieso darf ihn hier? Ich glaube, Becky will aufgehen, oder? Wollte sie? Ja. Wollt ihr aufgehen? Eigentlich, ja. Eigentlich will ich noch weiter streamen, aber eigentlich bin ich auch viel zu müde. Wir haben noch ein Profi-Farmhaus zur Auswahl. Haben wir noch was Großes? Wenn du spielen willst. Ja, Highschool auch fortgeschritten. Das wäre cool. Außer Becky will schlafen gehen. Ich kann da keinen Auftrag wählen. Machst du noch? Okay, Highschool, hab ich ausgewählt. Nee, keine Highschool, bitte. Aber, Mann. Mach nochmal irgendein Haus oder so. Ja, dann muss ich aussuchen. Ich hab ein Farmhaus auf Profi, ein Streethaus auf Anfänger, ein Profi-Streethaus. Oder ein Profi-Roadhaus. Kalle? Ja. Kalle! Hä? Ja. Was habt ihr denn? Ja, dann Erdnussflip, Kalle. Hört ihr ihn nicht? Was denn? Becky, er sagt, was denn? Hörst du ihn nicht, oder wie? Hört sie uns gar nicht? Nein. Hörst du mich? Hä? Ich höre ihn nicht. Oh. Hört ihr mich? Wow. Ja, ich höre dich, Kalle. Hallo. Ich höre dich, Kalle. Ja, Kalle wählt aus, keine Sorge. Becky, er kann irgendwie noch ein Profihaus machen oder ein Anfängerhaus. Ja, dann soll er ein Profihaus machen. Okay. Profi-Streethaus. Ja, wollte ich auch sagen. Sag Masa auch was? Ich höre nur dich. Oh lol. Oh Gott. Masa? Ja. Masa? Ja. Hörst du mich? Da steht die Kamera an Becky ran. Sie versteht sich eventuell auch nicht. Becky! Nee, ich hör niemanden außer dich. Oh. Wow. Oh nein. Egal, wir gehen einfach mal ready. Das wird schon klappen. Irgendwie. Oh Gott. Ich sehe schon kommen. Ready. Brauchen wir noch was? Mars, gehen Sie ready. Ja, wenn ihr das sagt. Okay, gut. Let's go. Genau das, wo ihr mich gehört hattet, aber ich euch nicht. Das war voll weird im Discord. Das war auch so ein leichtes Phasmophobia-Gefühl. Oh. Ich Marsa auch? Marsa? Hi. Mann. Wie geht's? Hi. Ich bin Marsa. Na, gut. Ich bin Marsa. Marsa Mude. Ich hab eben Elf. Ich hab nix. Foto, Bewegungssensor, Räucherstäbchen, Barbara Taylor. Gruppen. Kleines Haus. Die Badearie geht auf Gruppe. Machen Sie auf. Steuergeldtreiber sind da. Oh, Bord. Weil die Licht an war. Hä? Wieso hast du es da hingelegt? Weil ihr hier unten nicht sein solltet. Hä? Wollt ihr jetzt mit dem Bord reden oder nicht? Das ist mein Bord. Mein Bord. Ja, hier sind auch 10 Grad.
Leg's auf den Boden, ich höre ihn auch schon die ganze Zeit stampfen. Vielleicht kommt er, dann kann ich ein Foto machen. Und ihr hört zu, was er sagt, oder nicht? Ich habe Hallo? So Hä? Was macht die denn? Hallo, hört ihr mich jetzt? Hä? Wo bist du? Er ist im Basement, er sagt's mir gerade, aber gut, wenn ihr das nicht mitmachen wollt. Bitte was sagt er dir? Dass er hier im Basement ist. Hä, mit dem Motorboard oder was? Ja. Ich dachte, wir wollen damit nicht reden. Hä, warum denn nicht? Die Keller sind off. Warum sollen wir damit nicht reden? Du redest immer mit dem Board. Aber wegen. Ich bin immer vernünftig, Mann. Minus gerade, Minus gerade. Räucherstäbchenaufgabe erledigt. Ja, wir haben halt echt Orbs im Keller. Warte, ach so, wir haben auch noch Orbs. Was kannst du denn überhaupt noch rein? Ja, ja, wir haben Orbs im Keller weggesagt. Hanzo Mario Rai. Was sagt meine Sanity? Achso, hallo Lada. Du? Was denn, deine Sanity mal so? Ja, die geht da voll klar. Oh, die geht da weg. Boah, ich weiß auch nicht, Lara. I don't know. EMS, Box oder Mond? Ich werde heute auch nicht so lange machen, denke ich. Becky will ja auch nicht mehr so lange machen, denke ich. Von dem her ist das in Ordnung heute. Dann ist das halt so. Gehen wir runter, Maser? Boah. Bist du da? Wo bist du? Im EMS 5! Was? EMS 5? Ja! Gib uns ein Zeichen. Ich muss nebenbei noch ein bisschen arbeiten, aber schau aber zu. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange wir noch machen. Wollt ihr noch durch den Bewegungssensor laufen lassen? Boah. Ein Phantom, ne? Phantom! Oh Gott, das will. Was ist denn der EMF denn hier? Wir müssen noch Foto machen. Ah ja, stimmt, muss man auch. Barbara Taylor. Ich hab's uns hier romantisch gemacht, Leute. Also, ich komm mit. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Barbara. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Barbara? Haben wir hier einen Kruzifix irgendwo? Barbara Taylor. Barbara Taylor. Gib uns ein Zeichen, Barbara Taylor. Barbara Taylor. Da, Geistererscheinung. Rechts war der. Ah, nee, da hat sie gefehlt. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Barbara. Barbara Taylor. Angst. Oh, Barbara, ich hab so Angst. Martha hat Angst, wir wollen gleich abhauen hier. Barbara, gib uns ein Zeichen, Barbara Taylor. Wo hat's Licht dann gemacht? Da? Barbara Taylor. Oh, das war nicht bei Gnade. Ist das die Aufgabe vom Foto? Nee. Barbara Taylor! Nee, leider nicht. Foto zählt nicht. Und Bewegungssensor auch nicht. Ich weiß nicht, ob er drüber gelöscht ist. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Bewegungssensor? Barbara Taylor.
Barbara Taylor. Barbara Taylor? Was wirfst du da rum? Barbara Taylor, wo bist du? Barbara Taylor. Gib uns ein Zeichen. Barbara Taylor, zeige dich. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Gib uns ein Zeichen. Ich muss noch die ganze Zeit wegen dem schielenden Sesam lachen. Barbara Taylor. Wie bist du gestorben, Barbara Taylor? Barbara Taylor. Wir beschwören dich, Barbara Taylor. Zeige dich. Barbara Taylor, zeige dich. Barbara Taylor. Ich war das. Wie alt bist du, Barbara Taylor? 25 ist sie. Alter, habt ihr die Kamera? Barbara Taylor. Wieso zählt das nicht als Interaktion? Barbara Taylor. Wie bist du gestorben? Barbara Taylor. Hm. Und, oh mein Gott! Die ist aber hier gerade selber gesteppt. Ich habe eine Pillenlieferung für dich. Barbara Taylor. Danke. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Taylor. Barbara. 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 Na, wie läuft die Party da in eurem Keine Ahnung. Wenn sie da spawnt, dann wird sie locker drüber laufen. Barbara Taylor. Ja, wir schmeißen Basement-Party. Ist ganz cool. Barbara Taylor. Gib uns ein Zeichen. Oh, da ist sie wieder gesteppt. Barbara Taylor. Gib uns ein Zeichen. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Angst. Barbara Taylor. Angst. Sie ist 25. Barbara Taylor. Echt? So schlimm? Barbara Taylor. Hat sie wieder mit dem Reacher-Ball rumgespielt, hä? Barbara Taylor. Er hat gesagt, sie ist 25. Barbara Taylor. Boah, das ist doch nicht mehr normal. Barbara Taylor, wieso machst du das Licht irgendwie so komisch hin und aus? Barbara Taylor. Irgendwie ist das nicht so das sicherste Versteck, wenn man auch über das Ding herkommen kann. Barbara, schenk uns ein Foto. Barbara Taylor. Schenk uns ein Foto von dir. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Das ist so geil, dass man Becky, wenn man auf Beckys Cam der zuguckt über die Kamera. Oh, jetzt hat sie wieder Licht ausgemacht. Barbara Taylor. Ich glaube, die... Barbara Taylor, was soll denn das? Kannst du nicht den Strom ausmachen? Ich glaube, es hackt. Barbara Taylor. Barbara Taylor, bist du da? Oh oh. Shit. Stimmt, Kalle gerade? Oh nein. Na, wenn der Depp die Taschenlampe anlässt, kann ich da auch nichts zu. Doch, Kalle, Mensch. Ich glaube, ich hab's Foto geschafft. Wir haben alle Aufgaben, wir haben alle Aufgaben. Ja, ich hab's Foto gerade noch geschafft. Die ist gerade wieder gespawnt. Boah. Alter, die Barbara, ne? Barbara, 25 Jahre, sieht aus wie ein Kleinkind. Die sah aber nicht aus wie 25. Ja, ja, ne? Die waren sehr klein, sehr junge 25, hat sie sehr lange gehalten. Die waren nicht 25, die haben uns angelogen. Die war ja 5. Ja, ich glaube auch. Warte, was? Was? Phantom, ja. Wie geht's, Speicherstand? Ich hoffe, ich glaube, Fortnite hast gespielt, ne? Ich hoffe, Fortnite hat Spaß gemacht. Warte, ist das ein Phantom? Warte, oder? Ja, oder? Was hat sie denn noch geantwortet? Hat sie geantwortet durch die Box? Nee, hä? Hä? EMF5, Geisterkugel, Gefriertemperatur. Ach, EMF. Ja. Was dachtest du denn? Das haben wir noch nicht mitgekriegt. Ja, Kugel, Gefrier und EMF. Und hallo Taida! Und hallo FSGC-Clan. Oder? Du hattest ja Gefrier, gell, Becky? Ja, wir hatten Gefrier. Ja, das war da gerade ordentlich. Ja. Gut, dann. Wir fahren! Ja, ich nehme noch eine Pille, ey. Das war eine kleine Barbara Taylor. Ja, ich glaube, die war kleinwüchsig oder so. Das
war ein Kind, oder? Mit Kind mit 25 Jahren. War ein Phantom. Okay. Ein Kind mit was? Ein Kind mit 25 Jahren. Die ist wahrscheinlich genau. Die ist äußerlich jung geblieben, glaube ich, oder so. Das aufgehen, ne? Was, Becky, geh schon auf? Was? Bin verwirrt. Pixelgrill ist jetzt weg. Achso, Pixelgrill ist auf. Okay. Pixelgrill muss den Haushalt noch machen. Oha. Ja, und dann muss ich später offline gehen. Ein bisschen gehen. Haushalt macht sich von allein. Ja, dann wünsche ich viel Spaß. Das wäre schön, wenn ich es von allein machen würde. Aber so Schnips, Finger Schnips und dann wäsche ich alles auf von alleine. Wir spielen mit der lieben Becky, der lieben Pixelgrill und den lieben Kalle. Wie jetzt geht. Ja, genau. Tschüss. 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 Vielleicht bis morgen oder keine Ahnung. Jo. Jo. Bye bye. Der Grill ist weg. Und Kalle. Und wir spielen noch mit Kalle. Darf ich jetzt? Oh, ich darf auswählen. Was ist mit mir? Aber du willst wirklich nicht in die Highschool? Oh nee, das ist mir zu anstrengend. Ich bin übermüde. Oh, okay. Ja, jetzt sind wir sowieso nur noch zu dritt, ne? Leo kommt so rein. Wie alt ist das Profilbild bitte? Lol. Du siehst da aus wie 17. Ist das das coole Haus? Ich bin mir nicht sicher. Ich will dir das coole Haus, aber ich kann die immer nicht unterscheiden. Naja, ich nehme es einfach mal. Welches ist denn das coole Haus? Das mit dem, wo nicht gleich links das Esszimmer ist quasi, sondern wo du auch so hoch gehen kannst und so. Ach, schwer zu erklären. Das könnte das Haus sein, ja. Ja, ja, es ist eins von denen irgendwie. Ja, gute Nacht, Kalle. Noch Stuff hinzufügen. Ja, ja, bin gerade dabei. Noch Taschenlampen. Taschenlampen haben wir doch, oder? Aber eine Taschenlampe solltest du schon hinzufügen. Ja, ich bin gestorben. Hä, was wieso? Ich nicht verstanden habe, warum, ich Alter? Okay, Pixel. Warum bin ich gestorben? Gestorben? Warum bin ich gestorben? Na, du hast sie nicht richtig fotografiert gehabt und dann. Und dann hattest du deine Taschenlampe halt noch die ganze Zeit an und hast geredet. Das ist kein Wunder, dass sie dich dann tötet, Kalle. Ja, aber wenn man sie doch knipst, also verschwindet ein Phantom. Sie ist aber nicht verschwunden. Ach, das ist mir aufgefallen. Du hast sie wohl nicht erwischt. haben wir jetzt alles? Ich hab 4 Fotos von der geknipst, Alter. Ich glaube. Haben wir ein Feuerzeug und ein Feuer? Ja, haben wir. Okay. Gut. Dann mal los! Oh Gott, Alter! Einfach Tamina. Was? Dreckiges Wasser, EMF Reader Sings, Grad Celsius, John Taylor, Gruppen. Autsch, und ein Leck. Wenn ich weg sein sollte, liegt das einmal im Internet, alles klar. Das ist so ungewohnt, wenn ich dich jetzt Tamina ne? Jetzt weiß ich, was Dingens meinte vor. Oh nee. Nee, das ist nicht das coole Haus. Das hier ist Edgeview, glaube ich. Sag mal, wieso ist denn der Keller schon. Achso. Kalle, hast du ein Thermometer dabei? Was hab ich? Nee, ich dachte, wir hätten mehrere. Ja, hier ist warm. Also ich habe EMF. Im Keller. Das heißt nein, halt. Ach so, ich dachte, es schlägt aus. Nee, du hast nicht gesagt, du hast es dabei. Du hast gesagt, ich habe EMF. Ja, ich habe EMF. Ja, das ist. Das heißt nicht, ich habe EMF-Level, was weiß ich. Das heißt einfach nur, ich habe EMF. Oder Knochen? Hat Tür. Hat gerade die Tür angekrabbelt? Ja. Kalle, UV. Ich habe aber kein EMF. Kalle, UV. Licht. Das war Kalle, glaube ich. Hier sind es 11, hier sind es 10 Grad in dieser Kammer. Nicht ganz unter 10, aber. Wo ist 10 Grad? Nicht ganz unter 10, es ist irgendwie warm, aber irgendwie. Irgendwie sind hier so 10,2, also hier ist auf jeden Fall komisch. Na, das kann ja auch noch weniger werden, ne? Also, es könnte die Kammer sein, die kleine. Oder ein EMF, ja. Hier runtergeschmissen. I don't know, was hier genau ist.
Also hier ist auf jeden Fall irgendwie kälter. Oh, hier sind es 8 Grad gerade. Hier waren es gerade 8 Grad. Ganz kurz. Ja, 8 Grad. Ich würde sagen, das ist das hier. Gib uns ein Zeichen. Ich hol mal Zeug. Okay. Aber ich glaube, sie ist in der Abstellkammer. Die Arme. Hat sie aber nicht viel Platz ausgesucht. Die Aktivität ist auch ganz niedrig. So, ich nehme mal das hier mit und das Buch. Moin. Oh, ganz gut eigentlich. Nice. Platzier mal das Buch und red mit ihr. Jo, ich fahr mir noch eine Videokamera rein. EMF4. Oh nein, das war gerade noch nicht so toll. Bist du da? Ja, er ist da. Hat geantwortet. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist tot. Okay. Wenn der jetzt wirklich tot ist, ne? Wir können ja mal gucken, ob er tot ist. Das wäre schon bitter. Nichts mitbekommen. Ich glaube, der ist oben. Ja, der ist oben gewesen. Der hat bestimmt das Board gesucht, Mann. Wahrscheinlich. Also Box hatten wir jetzt. Okay. Ja. Ich könnte mich sonst wegen Orbs auch nochmal reinhocken. Finden Sie? Hä, das Thermometer war buggy. Ich hatte 8 Grad. Was ist das? Dann mache ich das. Das ist im, in der Abstellkammer an sich drin. Okay, ich gehe mal rein. Ich guck dann nach Orbs, ne? Okay, können wir machen. Jo. Ich gucke nach Orbs. Wenn ihr Orbs seht, sagt Bescheid. Ich sehe nicht sehr viel. Oder ist eine Becky? Achso, ich soll jetzt über die Kopfkamera gucken, meinte sie, ne? Oh Gott, ist das verwirrend. Was war das da rechts? Hat, glaube ich, nur geflimmert, ne? Also bisher sehe ich nicht sehr viel. Vielleicht willst du dich lieber von draußen nochmal hinstellen und reingucken? Bisschen weiter nach links gucken. Bisschen weiter nach unten. Nach unten. Noch einen Schritt zurück. Da ist eine Wand. Dann geh in die komische Badezimmertür rein. Oh fuck. Mann, ich hasse meinen Reflex. Und jetzt wieder nach links gucken. Nochmal nach links gucken ein bisschen. Irgendwie sehe ich nicht so viel. Ich sehe nicht wirklich was Auffälliges. Guck mal in die andere Richtung. Jo. Nee. Hat er ins Buch geschrieben? Spirit Dämon oder Oni?
keine Orbs. Hätte ich jetzt gesagt. Spirit war Fingerabdrücke. Dämon ist Gefriertemperaturen. Und Oni ist EMF Level 5. Das versuche ich gerade rauszufinden. Ich hatte gerade 4. Guck mal gleich mit Thermometer, wenn du mit Fingerabdrücken geguckt hast. Schlägt aus, ne? 1 Grad. 4. Oh, 1 Grad. 3 Grad. 5 Grad. EMF, hör ich? Ich höre das. Ja, aber es ist nur 4, Mann! Knarz. Gib mir ein Zeichen. Oh. Ich hab wieder gerade 1 Grad gehabt. Alter, so langsam. Gib mir ein Zeichen! Lieber nicht. Herr Joffen schlägt das EMF vielleicht davon. Gib mir ein Zeichen! Bitch, gib mir ein Zeichen. Kannst du Klavier spielen, Geist? Spiel Klavier! Hat er bisher gefühlt noch nicht gemacht, ne? Nee. Vielleicht ist ihm zu dunkel für Klavier. Gib mir ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Bitte jetzt? Hm. Was sagt der Thermometer? 3 Grad. Geh nicht mehr runter auf 1 Grad. EMF auf 2 Grad. Jetzt schon wieder die Tür angegrabbelt, Mann. Ja, die hinterlässt aber nix. Sag mal, macht eigentlich einer von euch das Licht die ganze Zeit hier an und aus? Nee. Das sehe ich schon wieder aus. Ich glaube, das ist ein Djinn, Mann. Das geht doch noch zur Auswahl? Nee, ich glaube, der steht gar nicht mehr zur Auswahl, oder? Nee, steht nicht zur Auswahl. Oder das ist das Zeichen, was ich haben will. Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Bitch! Ich hoffe, sie holt Becky, wenn dann. Jetzt sie Bitch genannt. Hier? Mann, kann das Ding jetzt nicht einfach mal auf 5 ausschlagen und gut ist? Angst, Angst, Angst! Oh Gott. Oh. Oh, oh Gott, und dann stehe ich hier und bin mich gerade am Schrecken. Tschüss, Leute.
weg. Wisst ihr, was komisch ist? Was? Ich hab 20 Grad in diesem Raum. Ja, aber vorhin waren es 8 mal. Also hier, aber hier vorne waren es auch immer niedrig. Ja, oh Gottes Willen. Hat sie wen geholt? Oh fuck. Hallo! Was sagt das EMF? Ich habe ein Foto gemacht. Von ihr? Weiß ich nicht, aber ich hatte das EMF auf jeden Fall nicht ausgewählt. Ups. Bei mir ist das Bild schwarz. Aber ich habe hübsche Bilder gemacht. Ich sehe es gerade im Stream bei dir. Lol. Ja, uncool. Oh, coole Sanity von mir. Oh Gott. Wir haben nur eine Pille. Alles gut, ich brauche keine Pille. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Fingerabdrücke hatten wir zur Hölle nicht, ne? Nee, überhaupt irgendwie nicht. Ich denke, es ist wahrscheinlich EMF5. Ein Oni? Macht das Sinn? Wer ist dann ein Oni? Macht irgendwie nicht so viel Sinn, finde ich. Na, aber der hat die ganze Zeit die scheiß Tür angegrabbelt. Ja, stimmt auch wieder. Also er war schon aktiv, ne? Ja. Dämon ist glaube ich nicht. Der hat erst sehr spät angegriffen. Andererseits, die Friertemperaturen könnten halt auch sein, ne? Es war schon ziemlich kalt, ne? Ja, 1 Grad hatte er als niedrigstes. Aber Fingerabdrücke würde ich, glaube ich, ausschließen. Eigentlich auch, aber... Tama weiß nie, aber... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir nochmal rein sollten. Ich glaube, wir sollten eher gamblen, oder? Oder willst du nochmal rein? Ich würde ihn vielleicht ausräuchern und rein nochmal... Und dann nochmal kurz gucken. Nimm die Pille und nimm die Reihe mit. Ich nehm EMF. Willst du wirklich noch mit? Sekunde. So, sorry jetzt. Oh Gott. Der liegt ja hübsch, ne? Mhm. EMF3. EMF4. Alter, hast du den nicht steppen hören gerade? Oh Gott. Alter, jetzt ist er aber wirklich sehr aktiv. Okay, ich sage auch EMF5, ohne Witz. Alter. Gar kein Bock mehr. Das ist immer nur auf 4, aber... I think... Ich glaube. Also. Ich weiß es auch nicht, aber ich würde es mal... Was soll sonst sein? Ne? Also höchstens Gefriertemperaturen noch, ne? Ja. Aber die sind auch gerade so gar nicht, ne? Ich war kurz auf 10. Gottes Willen. Ich hatte auch kurz Angst, dass er gleich wieder jagt, ey. Holy shit. Ja, ich glaube, wenn wir da länger drin bleiben, ist es Selbstmord. Ich glaube auch. Sagen wir Oni. Blitz. Jo, hab ich eingetragen. Okay. Kalle, Oni! Also vielleicht. Wir sind uns unsicher, aber wir tragen Oni ein. Vielleicht ist es auch ein anderer, aber wir tragen Oni ein. Tschüss! Ruhe in Frieden, Kalle! Wir werden dich nicht vergessen. Oh, warte mal, wer war noch mit wem haben wir nochmal gespielt? Ja. Ja. Ein Oni. You're the only one for me. Hahaha. Ja, ist halt echt so. Aber heute sind wir oft gestorben, like holy moly. War richtig übertrieben oft.
Ich hab das Gefühl, die Geister sind schwieriger geworden auf Profi. Wieder da und hab mir lecker Essen gemacht. Kalle wieder tot. Ja, Kalle ist wieder gestorben. Aber der Geist war auch hinterher richtig aggro, Mann. Alter, er war richtig pissig. Ich hab nur 8 Finger, Alter. Ah. Na dann join mal neu. Was? Ich sag dann left einmal und join neu. Okay, jetzt darf Masa wählen. Ja! Oh Gott. Oh Gott, ich habe gar nichts. Ich kann entweder Anfänger Farmhaus oder fortgeschrittenes Asylum oder Anfänger Highschool. Oh Gott, ich kann es auch vergessen. Wow. Ja, richtig bescheiden. Ja, da, hallo. I've gathered a list of other hunters asking for help. Wo hat mir Becky den Code nochmal geschrieben? Lol. Ups. Ah ja, hier. Hi. Ich hatte was Cooles. Okay. Achso, Pixelgrill, willst du jetzt eigentlich noch eine Runde mitspielen? Oder wenn du wieder da bist? Oder bist du nur im Stream wieder da? Pixelgrill, gib uns ein Zeichen. Pixelgrill, gib uns ein Zeichen, ob du mitspielen möchtest noch eine Runde. Oder ob du nur im Stream chillst. Ich glaube, das ist aber dann auch meine letzte Runde für heute tatsächlich. Ja, meine auch definitiv. Danach muss ich schlafen. Ja. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Okay. Elizabeth Garcia. Alleine Bewegungssensor, dreckiges Wasser, Waschbecken. Nein, nein, gib mir mal Ufer, gib mir mal Ufer. Ich mach jetzt noch eine Special-Runde, Mann. Pixel, willst du die Runde sehen, wo ich mit der UV-Lampe spiele? Jetzt nur mit der UV-Lampe, okay? Ich hoffe echt, die bringen bald neue Maps und so. So langsam mal. Oh, wir haben hier schon 12 Grad. Ich habe ihn schon steppen hören hier, glaube ich. Da liegt eine Tasse. EMF 5? Ja. Wieso hast du es da hingeworfen? Auf diese Tasse. Oh lol. Ja, Interaktion. Perfekt. Hier ist wieder wärmer. Neuesten Hopefully Stand. Ja, Pixel, ich spiel jetzt nur mit V-Lampen. Schreibe etwas in das Buch. Cool, Ben. Also hier ist nicht. Ist das denn safe hier in dem Raum? Wir hatten Thermometer. Nee, nicht unbedingt. 12 Grad. 11 Grad. 11,1. Ja, schon niedrig, aber. Auch nicht hundertprozentig überzeugend. Hat er hier gerade gesteppt oder war der das? Ich hätte auch schwören können, dass ich ihn steppen habe hören. Und ich glaube, er ist durch einen Bewegungsmelder, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oh. Kann das Bewegungsmelder links angegangen? Jetzt habe ich nur noch 10,7 Grad gehabt. Ja, nee, ich meine, ob das Ding abgehakt ist. Alter, der hat hier gerade eine Türe berührt. 10,6, 10,1. Fingerabdruck. Mhm. Was hast du, eine Kamera? Nee. Nimm meine. Hat das gezählt? Ja. 9. Ja, ist definitiv Raum. Schreibe etwas in das Buch. Guck mal Zeug.
da lassen und dann war ich so, ach nee, ich spiele ja mit der. Aber eigentlich muss ich ja jetzt nicht mehr mit der spielen, weil wir haben ja schon einen Fingerabdruck, Mann. Wir brauchen nur Buch oder Gefriertemperatur, ne? Nur? Ja, wir brauchen nur Gefriertemperatur oder Buch. Oh, der war ja ganz schön aktiv, ne? Ey, wir hatten die andere Taschenlampe genommen. Welche? Ja, die andere starke. Ich hab nur eine. Geisterbox kann es nicht mehr sein, warte mal. Zwei starke Taschenlampen? Ich kann nur eine aufsammeln. Banshee oder Revenant? Wollt ihr mich verarschen? Geisterbuch oder... Ja, da gibt es was. Ich spiel halt doch mit UV weiter, Mann. Du bist die Schwache. Nö. Die ist langweilig. Sagt Insanity. Oh. Man ist irgendwie am baddesten. Egal, ich nehme einfach mal eine Pille. Was brauchen wir? Gefriertemperaturen oder. Buch, ne? Buch, ja, Buch. Schreib was in das Buch. Direkt so. Wir haben 4 Grad. 4 Grad? Oh, ist sogar kühler geworden. Schreibe etwas in das Buch. Schreibe etwas in das Buch. Hi. Hä? Hast du mich jetzt fotografiert? Ja, es war ein Reflex. Ich hab immer den Rechtsklick-Reflex. Eigentlich ist die Kamera gar nicht geeignet für mich. Ui. Schreibe etwas in das Buch. Alter, der steppt hier gerade übertrieben rum. Ja, dann schreib doch auch mal was, Bitch. Licht? Vicky steht richtig gefesselt auf ihren Bildschirm. Man erkennt ihre Müdigkeit, aber trotzdem bleibt sie stark und wundert sich über nichts mehr. Wundern tue ich mich eh über nichts in dem Spiel hier. Nachdem ich gehört habe, dass, Panda auf der Veranda gestorben ist. Lol, was? Guck mal, das ist noch ein Fingerabdruck. Panda ist einfach draußen vor dem Haus gestorben, auf der Veranda. Lol. Ich war da zwar nicht bei, aber es können mehrere Leute bestätigen. Okay. Ja, ich kann es bestätigen, ich war direkt dabei. Ist er dann am Fenster so nah gestanden, dass du ihn durchs Fenster, oder? Nee, er, ja, meinte, er wäre mindestens einen Meter weg gewesen. Lol. Bug gewesen sein. Schreib was ins Buch hoch. Oder atme mal ganz tief ein. Gib uns gefriert, gefriert. Gib uns ein Zauber. Ich habe Insektenspray gefunden. Uns ist ja so warm, mach uns kalt. Mach mal den Ventilator an hier. Gib uns ein Zeichen. Oder zeig dich. Zeig dich! Zeig dich! Komm, mein süßer Geist! Panda stand auf der Terrasse und wandert und der Geist dachte sich so: Ach, der saftige Mann steht in meinem Haus, Zeit ihn umzubringen. Oh Gott! Ah! Oh Gott! Wo? Oh, Mann! Ich hab ihn fotografiert! Echt? Ja. Es ist sehr dunkel, man erkennt ihn kaum. Aber es war ein Kind. Oh, ist es ein kleines Kind? Ja. Schreib was ins Buch. Ich habe einen Hauchen gehört. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, dieses. Ja. Oder lass es gefrieren. Mein süßer kleiner Geist. Weil wenn du solche Geisterjäger dann in dein Haus reinlässt, ne, dann bist du auch nur so, okay. Ich glaube, das war ein Fehler. Scheiße. Geist. Frag mich, ob man ihm auch einfach 10 Jahre Zeit geben kann, indem man einfach draußen im Van wartet und immer wieder nach dem Buch guckt. Ja,
Radler. Hihi. Schreibe etwas in das Buch. Das ist hier gerade so lang gelaufen. Vielleicht sollten wir es ihn hier hinstellen. Pass auf, Geist. Ich singe jetzt ein Lied für dich, ja? Oh nein. Last Christmas, oh nein. Hör auf, du machst ihm Angst. You gave it away this year to save me from tears. I give it to someone special. Mama, liebst du noch? Nee. Bin an inneren Blutungen gestorben. But the very next day. Durch Weihnachtslieder verursacht. This year to save wir haben immer noch 3 Grad hier nur. I give it to someone special. Alle Geist. Once bitten and twice shy. I keep my distance. Hör auf! Oh Gott. Euer. Oh. Entschuldigung. Es ist vorbei. Ich mochte keine Weihnachtslieder. Ich glaube auch nicht. Ah. Oh Gott. Soll ich euch was sagen? Der Raum ist jetzt auf 15 Grad. Wow. Warte, was ist denn jetzt noch das andere, was es sein kann? Buch. Ach so. Wo ist das Buch? Ah, der. Mann, Pixel, da hast du aber was verpasst, ey. Um Gottes Willen, ey. Schreib etwas in das fucking Buch. Der hat da hinten mit dem Licht geflaggert. Wahrscheinlich tot. Boah, Kackgeist. Vor allem, ich hab mich voll zurückgehalten mit Lachen, gell? Ich hab mich schon halb beärmelt und dann auf einmal fängt Karl an zu niesen, ja. Mann. Oh Gott. Oh Gott. The fuck? Achso, ich hab schon eine Pille geschluckt vorher schon mal. Achso, ja klar. Ja, okay, jetzt sind wir auch wieder auf einem Level. Hallo. Oh, meine Nase, ey. Ja, Kalle hat genießt, während der Geist uns gejagt hat. Das war witzig. Das war irgendwie beunruhigend. Wie Kalle ist ein Mensch. Alter Leo, du bist ja auch noch da. Schreib was ins Buch. War da immer noch nicht. Nee, Kalle wurde ja nicht geholt. Der hat ja niemand von uns geholt. Jetzt weiß ich aber, glaube ich, was er mit diesem weißen Nebelschein meint, weil den habe ich gerade auch gesehen. Den Geist ein Weihnachtslied vorgesungen. Hier war gerade so ein weißer Nebelschein, ich schwöre. Ich glaube, das muss ich irgendwann mal nochmal klippen. Sag mal, Kalle, hast du einen Kruzifix mitgenommen? Nee, ich habe auch keins mitgenommen.
Ja, ich sehe es. Ein Revenant. Ja, das war doch nur eine spannende letzte Runde, habe ich gehört. War so, okay, letzte Runde, ich spiele nur mit dem V-Licht, Mann. Hey, warte, ich muss erstmal noch eintragen. Buch. Da ist ein Revenant. Okay, wir fahren. Jo. Ciao, Revenant! Wir haben Mittwoch, Kalle. Ja, wäre schön, wenn schon Wochenende wäre. Bin ich voll auf deiner Seite. Ja, schön. Hat das doch gut geklappt. Masa, spielst du noch irgendwas jetzt? Nö, ich höre jetzt auf. Heute ist irgendwie nicht so viel los. Deswegen werde ich heute nicht besonders viel machen, denke ich mal. Haben wir Mittwoch? Ja, wir haben Mittwoch. Mittwoch ist irgendwie immer komisch. Ich schau mal, wo ich euch hinschicken kann. Mal schauen, wer so streamt. Phasmophobia? Na, zu Gronkh brauche ich euch, glaube ich, nicht schicken. Ja, ich sag dann an der Stelle schon mal danke fürs dabei sein, Leute. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ne? Gute Nacht. Genau, ich bedanke mich natürlich auch wie immer fürs dabei sein. Nee! Ich schaue jetzt noch eben kurz, wo ich mit euch hinraiden kann. Wer sich da vielleicht drüber zieht. Nein! Er hat gerade einen Raid bekommen. Ach, Fortuna. Oh. Ja, hallo. Maser, was geht? Ja, hi. Ich wollte gerade aufhören. ja, das ist jetzt, huch. Hallo, schön, dass ihr rübergeradet kommt. Dein Ernst? Gehen wir mal zu dem rüber. Ja, eigentlich schon. Ja, ich rede mit zwei Zuschauern. Sash Raid, Nightmeister. Tschüss, ich streame ein Bayer, ja. Wahrscheinlich wieder. Uff, da sagt man letzte Runde, dann wird man geradet, ey. Immer das Gleiche hier, geht ja mal gar nicht. ja, schön, dass ihr rübergeradet seid. Ja, da muss ich jetzt fast ja noch irgendwie, keine Ahnung, was spielen. I guess, I don't know. Wehe, du gehst jetzt. Ja, jetzt muss ich fast noch zumindest noch eine Runde spielen, ne? Hab ich gehört. Das ist jetzt beunruhigend hier. Also ihr seid jetzt, hallo? Ihr geht schlafen, ne? Jo, tschüss, gute Nacht. Gute Nacht, Becky. Tschüss, Becky. Halle? Ja? Bist du noch für eine Runde dabei? Kann ich machen, ja. Okay. Ich brauche hier Unterhaltung beim Versagen. Unterhaltung beim Versagen? Was machst du denn? Ja, Marcel, jetzt musst du mal weitermachen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, das ist, wähle einen Job. Highschool. Highschool oder fortgeschritten zu zweit, let's go. Zu zweit, oder wie? Ja. Super, Masa. Das wird was. Das wird super. Die Leute wollen uns leiden sehen, Kalle. Ich glaub, ja, das merk ist, schon. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das machen. Okay. Da brauchen wir ein paar Sanity-Pillen mehr, oder? Ja, genau. Können wir mal gucken. Also, ich nehme mal ein Thermometer mit, Sanity-Pillen. Teilen wir uns dann auf, oder? Nee, wir teilen uns lieber nicht auf. Also einer der Thermometer, dann im F-Reader haben wir einen, das passt. Boah, was braucht man sonst noch? Räucherstäbchen, Feuerzeug, Bewegungssensor? Ich habe einen Audiosensor, wenn wir den Ucha-Bot finden und den Klassenraum suchen. Macht das einen Unterschied? Was denn? So ein Witcher-Board-Dingens da. Ja, wenn wir ein Ucha-Board finden und der sagt uns Classroom 346 oder so, keine Ahnung, und den Audiosensor in den Klassenräumen hängen, so können wir sehen, welcher Klassenraum das ist. Hä? Achso. Achso, meinst ja, du? Ja, die Nummer des Klassenraums, weil wir die Nummer haben. Ja, okay. Ich verstehe. Ja, kannst du mitnehmen, wenn du magst. Stimmt, das ist voll schlau. Da denkt okay, ja jemand nach. Nee, ich muss noch meine Taschenlampe. Haben wir vier? Ja, sollte ja ausreichen, ne? Würde man eigentlich meinen, ne? Haben wir Dings? Kruzifix? Jetzt haben wir's.
Warte, ich kaufe auch neue Mines. Mhm. Aber jetzt eins noch auf Reserve. Okay, lass uns schatten. Ja, was soll da schon schief gehen? Ja. Nur für euch, Leute. Nur für die lieben Leute, die rübergradet sind. Und für die Leute, die auch schon so lange dabei waren. Machen wir immer noch die Highschool, ey. Habe ich jetzt so gehört. Nur für euch. Nur für euch, Leute. Das kann lustig werden. Das zweite in der Highschool. Let's go. Ach ja, endlich wieder in die Schule, ey. Ich hab's ja vermisst. Habe ich ja schon ein bisschen vermisst, muss ich zugeben. Habe ich auch gehört. Oh Gott, ey. Oh Gott. Wieso lädt das so lange? Achso, Highschool, ne? Was gab's denn bei dir, Fortuna? Dead by Daylight? Kalle, geht's dir gut da hinten? Geht's dir gut da hinten im Eck? Ja, alles gut. Okay, was willst du haben? EMF oder Thermometer? Ich nehme EMF dann. Okay, dann können wir noch irgendwas mitnehmen. Nimmst du kurzerfähig, ich nehme noch UV mit oder sollen wir lieber... Nee, ich glaube die Videokamera eher. Ja. Als UV. Ja. Dann würde ich sagen, wir starten. Aufgaben ist Bewegungssensor, Räucherstäbchen. Brauche ich das Kruzifix wirklich schon am Anfang? Ja, wobei, ja doch, lieber mal. Personen, die alleine sind, okay, Kenneth Wilson. Ah, okay. Kriegen wir schon irgendwie hin. Hallo Imperium Chaos, wie geht's? Kriegen wir schon irgendwie hin. Wollte dann eigentlich noch Phasmo spielen, aber Kopfweh sagt nein. Ah, okay. Oh, schade. Schade. Wir sind Profis, Kalle. Wir sind Profis. Warte aber noch mit dem Reingehen. Warte mit dem Reingehen wegen der 2 Minuten Schutzzeit, ne? Warte noch kurz. Alles gut bei dir? Joa, ganz gut soweit. Ganz gut soweit. Heute ist ein bisschen ruhiger, aber... ja. Ich komme. Ich hoffe, wir finden den Geist so instant. Das wäre voll gut. Moin. Lass uns rechts rum, ne? Ja, rechts ist immer cool. Was? Und in der Mensa haben wir vielleicht Glück, da ist ein Rutscherbord. Mhm. War der Geist bei dir jemand schon mal in der Sporthalle? Geht das überhaupt? Hier war der gefühlt auch noch nie bei mir. Hashtag einmal mit Profis. Also bordtechnisch sehe ich hier leider nichts. Oh Gott. Die Highschool ist halt schon echt unangenehm einfach. Aber ich freue mich halt wirklich, wenn es da endlich neue Maps gibt. Das wird langsam wirklich Zeit. Kann er nicht mal. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Kann man mit dem Telefon anrufen oder so. Vor allem dafür, dass man halt in nur einem einzigen Raum was machen kann, ja. Meinetwegen könnten es auch mehr wieder kleinere Häuser oder mittlere Häuser sein. Nicht so groß wie die Highschool, aber auch nicht so klein wie die anderen immer. Das finde ich eigentlich immer am besten. So Farmhouse ist zum Beispiel oftmals eine gute Größe, finde ich. Farmhouse geht meistens klar. Haben wir einen Klogeist.
Klogeist, bist du da? Gib uns ein Zeichen. Die Tatsache, dass er bisher noch nicht geklingelt hat. Gib uns ein Zeichen. Gib uns Dreckwasser. Achso, Dreckwasser, okay. Hallo Geist. Warst du in dem Raum gegenüber gerade schon? Nee, ne? Nix. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Aber er ruft halt auch nie an, der Arsch. Wenn er oben in der anderen Ecke ist? Ja. Lass uns aufteilen. Okay. Ich geh dann schon mal in die Turnhalle, dann kannst du hier die Räume gucken, ja? Nee. Nix da. Nee, das war ein Witz. Hör auf! Warme 18 Grad. Warme 18 Grad, das ist aber schön. Hallo Geist, bist du hier? Geist hat nicht so Bock. Gib uns ein Zeichen. In der Abstellkammer. Hä? Oh Gott, habe ich das gerade ausgemacht? Leute, ich kann bei dir an- und ausmachen. Hä? Das kannst du? Wait a minute, mach mal nochmal. Warte, halt mal still. LOL, ich habe mich gerade voll erschrocken, dass du bei mir, als das ausging. Ich war so, hä? Ich habe gerade nicht meinen komischen Zuckfinger gehabt, wie sonst immer. The fuck? Das ist voll gruselig, dass du das kannst. Kannst du dann auch, wenn jemand doof ist und die Taschenlampe nicht ausmacht, kann man die dann wohl auch ausmachen? Warte mal. Ob du meine Taschenlampe ausmachen kannst. Warte, wo ist die? Jo. Das hat sich so gerade angehört, das Telefon. Ich kann da die Taschenlampe ausmachen, Leute. Das ist sehr lustig. Kalle, mach die Taschenlampe aus. Klick. Lass mal da vorne weitermachen. Tonhalle brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, aber er hat gerade geklingelt. Hast du nicht gehört? Hey, ich hab's nicht gehört. Es kam von so mittig hier irgendwo. Ne, es kam so mittig hier irgendwie. Könnte halt dann eben oben sein. Könnte halt aber auch von hier direkt irgendwo gekommen sein. Hä? Ich halte, ob die Sounds jetzt leiser sind. Dieses Klicken, ne? Hör ich jetzt noch leiser als vorher. Obwohl ich die Gesamtlautstärke angehoben hab. Lol. Hä? Wie weird. Also die 2 Minuten Schutzzeit ist sowas von vorbei. Ah, die jungen Kleider. Hier war der Gefühl auch noch nie drin. Manchmal frage ich mich, ob der hier überhaupt drin sein kann. Gib uns noch mal ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ist wieder eingeschlafen, glaube ich. Vater! Was? Vater, ich finde meine Taschenlampe nicht mehr. Ich hab die abgeworfen. Ernsthaft? Wo ist die? Ich hab die aus und sind abgeworfen. Müsst ihr nicht leuchten? Na, die war ja aus. Ich hatte ja nur Taschenlampe auf EMF an. Ich glaube, die ist hier irgendwo in der Ecke. War das am Anfang? Hier. Ich glaube, hier ist die. Warte. Nee, doch. Nee, warte mal. Och, Mann. Da. Hier. Oh. Maybe. Call me maybe sing. Hey, I just met you. And this is crazy. So here's my number. So call me maybe. Gib uns ein Zeichen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der könnte oben sein. Ja, wird 100% oben sein. Hallo, bist du zufällig hier? Nein, nächster Raum. Bevor wir aber hochgehen, würde ich dann sagen, dass wir einmal kurz die Handy checken. Ja.
Boah, was ein Arsch. Knochen. Nee, Türknochen. Knochen, ach nee, ist nur eine Tür. Kann man ja leicht verwechseln. Es tut mir leid. Es ist ziemlich dunkel, da verwechselt man das auch. Verstehe. Boah, Alter, ey. Da war die maulende Myrte aber ganz schön schnell, ganz schön ordentlich auf dem Klo hier. Das war ich nicht. Warst du selber. Oh Gott. Wow, jetzt schon. Highschool war eine scheiß Idee. Oh, lass in die Highschool gehen mit zwei Leuten, ist bestimmt eine gute Entscheidung. Wieso habe ich das gesagt? Ah, da trinke ich mal was. Okay, vorbei. Warte? Ja, warte, ich habe gerade kurz getrunken. Also dadurch, dass ich auch überhaupt nichts gehört habe, sage ich dir sowas von oben. Weil der ist jetzt schon im Hunting-Mode gewesen, ne? Muss die da... Ist die Tür offen? Nee. Muss schon sagen. Nee. Wir müssen da theoretisch auch nochmal lang eigentlich dann, ne? In der Theorie. Nee. Komm. Lass mal rausgehen und dann gehen wir hoch. Boah, was ein Arsch, ey. Wo geht's rum? Da rum. Kann man hier rumgehen? Kann man da noch vorbei? Nee, geht nicht. Geht nicht. Mag den Typen nicht. Der Geist ist mir jetzt schon unsympathisch. Mal gucken, vielleicht winkt er ja raus von da oben irgendwo. So, hi, ich bin hier. Hattest du schon jemals schon einen sympathischen Geist? Gefühlt schon, ja. Wo geht's denn hier? Das ist... Gibt es hier auch Geist? LOL. Das habe ich ja noch nie gesehen. Gibt es hier auch Geister? Wahrscheinlich nicht, aber das ist, finde ich, trotzdem gerade krass, dass es das hier gibt. Boah, Alter, wenn ein Geist hier sein könnte, ne? Er hat einen Ball gefunden. Huch, oh mein Gott. Irgendwie ist das voll unangenehm, dass das hier ist. Aber ganz ehrlich, hier würde ich auch nicht gerne Pause machen. Da fühlt sich ja voll geschändet, ey. So, ja, endlich in den Schulhof und dann siehst du das. Und dann siehst du einfach das hier alles. Bist nur so, okay, ich hasse mein Leben. Sag mal, kann es sein, dass wir hier nicht rauskommen? Also. Ich glaube, wir müssen durch die Dings durch. Oh nein, oder? Lol. Man kann nicht. Oh mein Gott, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist nicht deren fucking Ernst, oder? Aber ich glaube, wir können einmal komplett durchlaufen, oder? Ja. Nicht rennen, Mauser, das provoziert den Geist. Meinst du, das macht noch einen Unterschied? Ich glaube, der Geist hasst uns schon so sehr, dass der ist schon vorbei, glaube ich. Ja, wir Danus bekommen, glaube ich, auch gleich gefühlt eine Bossfight hier. Boah. Der Geist macht es uns auf jeden Fall nicht leicht. So viel ist klar. Aber
glaube, der ist auf der linken Hälfte, habe ich das verraten. Also links oben. Es hat ja auch links geklingelt, ne? Also gehen wir dann bei der linken Türe da hinten rein, falls wir da rein können. Kann man da rein, wenn man da noch nicht rausgegangen ist? Ich glaube schon. Wetten Sanity so bei 0? Wir konnten doch auch von der anderen Seite rein. Oh, es geht sogar. Okay, ich nehme mal eine Pille. Ich würde sagen, eine Pille, ja. Ja, dann los! Mhm. Yay! Round 2. Wenn wir jetzt alles wenigstens... Was? Wenn wir jetzt wenigstens den Raum finden würden und so, wäre cool. Wenn wir den jetzt immer noch nicht finden, dann fahren wir. Da denkt dran, wir haben noch die Mädchenumkleide noch nicht geschaut. Da hätte der auch sein können. Die Mädchenumkleide, ja. Seid ihr nur noch zu zweit, ja. Wir wurden geraided, deswegen haben wir noch eine Bonusrunde hier Highschool jetzt gemacht, bevor wir dann schlafen gehen. Oder machen wir eher gerade hier. Und es läuft schrecklich. Also auf der Treppe verstecken ist nicht so eine gute Idee. Ja, auf der Treppe handelt, sind wir tot. Ja. Ich glaube, er geht auch gerne Treppen. Hat rechts geknarzt. Gib uns ein Zeichen. Boah. Achso, warte mal. Achso, der Gang ist hier vorbei. Dann lass mal nochmal da kurz reingehen. Boah, ich dachte gerade, der huntet. Hör auf. Mach mir keine Angst. Hier ist auch viel zu warm. Magst du vorgehen? Von mir aus. Gib uns ein Zeichen. Hat aber auch schon lange nicht mehr geklingelt. Warst du das gerade? Ja. Boah. Ich hasse den Geist. Das ist voll kacke. Gib uns ein Zeichen. Komm, ich will auch immer das A-Wort sagen, weil so langsam habe ich das wirklich. Komm, was soll ich denn machen? Was machen wir denn, wenn einer von uns stirbt? Was machen wir, wenn einer von uns stirbt? Ja, ich weiß nicht, raten. Ich bin für eine Ecke hocken und weinen. Boah, Alter, 20 Grad, der ist niemals hier drin. Hey, gib uns ein Zeichen. Ich sag's ja, der ist kacke. Oh Gott, ich hasse diese Ecke. Diese Ecke ist so gruselig. Die ist so riesig, ne? Ja. Oh Gott, lauf, Martha. Hast du die Tür zugemacht? Ich hab keinen Kruzifix. Ich hab's dabei. Hab vorgehört. Oh Gott.
Ich habe ihn aber nicht gehört. So überhaupt halt nicht, ne? Dass man sagen könnte, okay, jetzt ist er in der Nähe, weil wir haben Schritte gehört. Ich meine, er übertreibt es wenigstens noch nicht, gefühlt. Also er ist jetzt nicht am übertrieben handen nur noch, aber... Den Raum da rechts? Oh. Bin verwirrt, wo es lang geht. Da hinten kommen wir. Das ist 20 Grad, ey. Puh. Sag mal, ist mein Thermometer jetzt irgendwie buggy? Gib uns ein Zeichen. So, wir hier einmal geradeaus. Wo geht's denn da noch lang dann? Oh Gott. Oh. Alter! Aber er ist hier in der Nähe, ne? Ja, jetzt sind wir definitiv auf einer heißen Spur gerade. Ich glaube, ich habe den Raum gefunden. Oh, damn, ja. Aber hier sind auch keine kalten Temperaturen drin. Ist es dann? Boah, ich hasse den Typen. So langsam wird er jetzt doch aggressiv. Aber welcher Raum ist es denn dann? Wir müssen doch mega nah dran sein, oder? EMR5. Hier? EMR5 gehabt. Oh, ich sehe keinen Ist doch der Raum, oder? Ja, EMR5. Auf Telefon auf jeden Fall. Also doch der Raum. Stell mal hier eine Kamera auf. Ja. Was? Hast du das aus? Nee. Vielleicht Sicherung ausgefallen? Ich weiß es nicht, aber wenn, ich glaube, es war der Geist. Wehe, der greift jetzt an. Links rum, oder? Links, ja. Die Frage ist... Hier raus, ne? Kackgeist, ey. Aber du hattest EMF 5. Ich hab's nämlich nicht ausschlagen sehen. Oh Gott, Mother! LOL! Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Hast du mir die Tür zugeschlagen? Nein, das war der Geist! Oh Gottes Willen, und ich komme noch so ganz knapp raus. Du hattest so Schwein! Alter, man hört ihn. Ja. Der kommt gleich rausgelaufen, glaube ich. Geh nicht so nah an der Schule dran. Ja, nicht, dass ich auch noch dadurch sterbe, ne? Ja. Boah. Ich hasse den Geist. Das ist echt unsympathisch. Plackert immer noch. Ich hoffe, ich habe die Kamera angemacht. Hoffe ich auch. Alter, aber es ist voll spannender dadurch, dass wir nur zu zweit sind, gefühlt. Okay, du meintest, wir haben... oh Gott, das ja. Wollen. Wir haben EMF5 gehabt, ne? Ja. Du musst auf 16... Slot 16... Slot 16... Ah ja. Komm, zeig uns Orb. Gib uns bitte ein Orb. Ja, ein Orb! Da war eins. Ja! Oh Gottes Willen. Geisterkugel. Okay, dann kann es jetzt nur noch ein Phantom, ein Djinn, ein Shade sein. Oh Gott, das ist immer noch voll. Also Shade glaube ich nicht. Nee. Wobei wir es halt nicht wissen, weil der war halt ewig, ne? Shade ja, wäre noch Djinn. Geisterbuch. Was hatte ich noch gesagt? Phantom. Box und Orb. Buch. Box und Buch. Und Gefriertemperaturen. Gefriertemperaturen wäre Phantom. Aber es war wirklich nicht kalt da oben. Box oder Buch meintest du? Ja, lass mal Buch mitnehmen. Ja, also kannst du Buch mitnehmen und das Sprachgerät und dann können wir ihn noch gleich ausräuchern, oder? Dann ist er vielleicht nicht ganz so anstrengend. Soll ich? Ja, kannst du machen. In der Hoffnung, dass er uns dann vielleicht nicht ganz so sehr mobbt. Warte mal, brauchen wir Box oder Buch eher? Wir brauchen beides, oder nicht? Ja, wegen Kamera und Phantom, weißt du? Ja, aber das ist mir gerade relativ egal. Ja, dann komm. Phantom ist ja Gefriertemperaturen, ja. Mal gucken. So, wie sieht's mit der Sanity nochmal aus gerade? Wieso hast du so viel mehr als ich? Weil ich eine Pille geschluckt habe. Ich hab doch auch eine genommen. Wo hattest du so viel mehr? Okay. So. Komisch. Komisch, ja. Boah, ey. Der Geist meint es auf jeden Fall ernst, aber es ist voll spannend dadurch, muss ich zugeben. Voll spannend, ja. Ich mag es teilweise, wenn es ein bisschen spannender ist, weil ansonsten, jetzt die letzten Runden waren so, ja, passt, ne, haben wir, bla. Und jetzt gerade ist wieder, doch wieder voll so, oh mein Gott. Ich sag nur, dass der gerade die Tür vor dem zugemacht hat. Ja, Alter. Wo waren das jetzt nochmal? Hier. Ach, hier, eh gleich. Okay. So, dann räuchere ich mal. Schreib was in das Buch. Der redet nur mit Personen, die alleine sind. Willst du dann allein mit ihm reden? Wir haben 9 Grad gerade. Schreib was in das Buch. Willst du mit dem alleine kurz reden? Schreib was in das Buch. Kalle, willst du mit ihm kurz dann alleine reden? Okay, ich lasse dich allein. Bist du da? Hallo? Ja, er hat geantwortet. Ja, komm raus hier. Dann haben wir es ja, oder? Ja. Oh Gott, lauf, ja. Let's go. Okay, da geht's nicht runter. Ich wollte auch schon mal da runter springen. Boah, wie gut. Oh Gott, sei Dank. Boah, ich gehe da nicht mehr rein. Wir locken das jetzt ein und dann gehen wir. Der Geist kann mich jetzt mal dann. Wir haben genügend Eier bewiesen. Wenn die Tür zugeht, geh in den Klassenraum. Geh in den Klassenraum, wenn die Tür zugeht. Ja. Komm, Gott. Komm, boah, ich hab gerade gefühlt voll die Verspannung hier bekommen. Ich hab gerade voll komisch geguckt. So. Boah. Hey, wir haben es gelöst. Das ist weit. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way.
No one fun, it is to ride in the one who's open sleigh. Hey! Nimmst du schon wieder meine Sachen an? Na warte. Scheiße, dein Kruzifix kann ich nicht anknipsen. Master. Hm? Komm mal mit. Man kann da rein? Nee. Doch, warte. Ich war da letztens drin. Warte mal. Ah, siehst du? Hä? Kommst du ja auch wieder raus? Ja, auf andere Art und Weise. Tschüss, Wasser. Wie hast du es da hochgeschafft jetzt? Oh, Leute, ich hab's auch geschafft. Hi. Hä? Warte, wie bist du da wieder rausgekommen? Okay. Boah, das ist ja voll weird, dass man da rein kann. Auf der Basketballplatz da hinten, den habe ich noch nie gesehen. So, was ist das jetzt für ein Geist? Wir haben, was hatten wir noch? Geisterbox jetzt, ne? Ja. Ein Djinn. Ein Djinn. Boah. Ja, wir haben das Wichtigste gemacht. Ganz ehrlich, auf dem Bewegungssensor scheiße ich gerade. Oder? Hi. Ja, komm. Bewegungssensor braucht kein Mensch. Fahren wir, oder? Komm, wir machen noch ein Andenken. Ich mache noch ein Andenkenfoto von der schönen Schule. Andenken. Für die schöne Zeit, die wir hier hatten. So. Müssten wir da nicht den Basketballplatz fotografieren? Boah, das wär's ja. Okay, dann fahren wir, ne? Komm, wir haben drei Aufgaben gelöst, das passt, oder? Ja, dafür, dass wir zu zweit in der Highschool auch fortgeschritten, Alter. Wir sind Pros. Wir sind richtige Gaming-Skill-Dingens und so. Einmal mit Profis. Boah. Ja, schön. Genau 100, noch ein Level up. Cool. Ja, nice. Ich bin zufrieden. Ja. Ich bin zufrieden. So, jetzt mache ich hier noch kurz die 700 voll. War das ja eine gute Abschlussrunde? Das war eine richtig gute Abschlussrunde, ey. 700! Woo! Okay, Freunde. So, guck mal ganz kurz was. Spielt das hier? Oh, schade. Wieso spielen das so wenig Leute oder Leute, die nicht follow? Die könnten auch mal alle Phasmophobia spielen. Das wäre voll toll. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Leute, Dankeschön fürs dabei sein. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Jetzt muss ich wirklich gucken. Ich könnte irgendeinen Phasmophobia-Spieler raussuchen, aber die kenne ich wieder nicht. Das ist mir dann wieder zu doof. Ich glaube, ich schicke euch einfach dahin, wo ihr selber hin wollt. Colorful Jade spielt es gerade. Ah, okay. Wenn die ist sympathisch und so, also ist empfehlenswert. Okay, dann raiden wir dahin. Das finde ich gut. Ah ja, cool. Dann raiden wir einfach mal dahin. Die ist ganz toll. Okay. Ja, wenn Fortuna das sagt, dann muss das ja stimmen. Dann bin ich da sehr zuversichtlich. Okay, dann raiden wir dahin. Huch, invalid username, habe ich's. Hä? Slash raid. Colorful Jade, ne? Ja. Ja, gute Nacht mal. Okay, würde ich auch sagen. So, raid. Hä? Ach, jetzt. Okay, jetzt funktioniert es, glaube ich. Hoffentlich. Dann wünsche ich euch da drüben noch viel Spaß. Da wird dann auch noch Phasmophobia weitergespielt, habe ich gehört. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schlaf gut, Leute. Lasst liebe Hamstergrüße dann da beim Raid. Und ja, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ciao, ciao. Wir sehen uns.